Das heißt, wir bräuchten möglichst zwei Leute, die sich da in der Aktuellen Stunde einbringen. Nicht so viele. Die Aktuelle Stunde über also dieser Polemikkack. Weltuntergang bei Westfalen und nicht Rheinländer oder umgekehrt. Das macht der Tose, der kann es nicht wiederhin. Da gibt es drei Themen, ne? Dazu gibt es gerade hier eine Pressemitteilung von Herrn Laumann. Luxusghettoisierung, Landesregierung darf das Land nicht spalten. Haben wir das irgendwo schon? Das ist sozialer Wohnungsbau. Haben wir das irgendwo schon? Das war gestern schon ein Thema. In den Innenstädten nein, der Großen. Hier steht NRW-Stiftung. Nein, nein, das ist genau hier zu. Das ist jetzt gerade anders. Haben wir das irgendwo schriftlich? Ich würde auch gerne weitergeben. NRW-Stiftung? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Man könnte den auf die BDA-Beitrag Bezug nehmen, weil das passiert so. Gestern, ne? Ja, da wurde es doch ganz zufällig. Wo ist denn jetzt der Rest? Der ist für uns im Vorstand. Oh mein Gott. Muss der bloß. Ja. Was kommt, wenn man so oft nicht hier ist? Dann habe ich jetzt eine aktuelle Nachricht von Nico, der ist halt zum Obleutetreffen. Einer etwaigen Änderung, Ergänzung der Tagesordnung widerspreche ich, schreibt er. Er spricht von unserer heutigen Tagesordnung. Daniel, du hast es gerade nicht mitbekommen. Wir haben gesagt, wir machen. Ja, danke. Gut, dann. Geht es weiter mit dem Punkt 3.9, Thematisierung, Fraktionsdisziplin bei Vorbereitung in den Ausschüssen und im Plenum, Aufhänger aus Mitarbeiter-Referenten-Meeting vom 10.9. Das ist, glaube ich, von Dietmar eingestellt worden. Deshalb würde ich jetzt bitten, dass du da ein bisschen was zu sagst. Danke. Ja, Aufhänger in der gestrigen Sitzung der Referenten und Mitarbeiter war, dass es ja zu Abstimmungsdifferenzen gekommen ist im Ausschuss für Kommunales, wobei eben es wohl ein Votum gab des Referenten, welches eindeutig war. Es gab auch eine Diskussion, an der wohl verschiedene teilgenommen hatten, und dann hatten Frank und Robert im Ausschuss unterschiedlich abgestimmt. Nicht? Ja, wir haben unterschiedlich. Genau. Ihr habt unterschiedlich abgestimmt, und das war der Aufhänger gestern, dass darüber diskutiert wurde, dass das irgendwie ziemlich blöd war und irgendwie ein schlechtes Bild abgegeben hätte. Daraus entfesselte sich innerhalb des Kreises der Referenten und Mitarbeiter eben die Diskussion, in deren Zusammenhang in der Harald-Diskussion weiter, und Jens Ballerstedt hatte dann dazu sich geäußert und verschiedene andere auch. Und Moni hat dann gesagt, naja, es wäre schon sinnvoll, wenn wir in den Ausschüssen bei Doppelbesetzung einheitlich abstimmen würden. Und dann hatte dann noch einen Einwand, dass Referenten allenfalls Empfehlungen abgeben und eben nicht im Ausschuss abstimmen, was dann Moni mit dem Zwischenruf leider quittierte, woraufhin ich dann einwandte innerhalb dieser Diskussion, dass diese Diskussion nichts zu suchen habe in dem Referenten- und Mitarbeiter-Meeting, welches der Harald einberufen hatte, sondern dass das zunächst in der Fraktion zu diskutieren sei, unter den Abgeordneten, wie denn damit umzugehen sei, insbesondere auch damit umzugehen sei, dass also hier es wünschenswert sei, dass, wenn zwei Abgeordnete im Ausschuss sitzen, diese möglichst auch einheitlich abstimmen. Und dann gab es auch noch was auf Twitter, und Joachim hatte dann auch noch eingewandt, dass es ja auch noch die Möglichkeit eines dritten Weges gäbe und dass man also möglicherweise die Sachen noch nicht hinsichtlich der Chancen und Übereinstimmungsmöglichkeiten abgestimmt habe, genug bis zu dem Zeitpunkt, als dann eben eine voneinander abweichende Abstimmung von zwei Abgeordneten im Ausschuss stattfand und man dieses also mal thematisieren sollte, auch mit Bezug auf insbesondere die Ausschüsse, aber dann auch aufs Plenum. So, und das stelle ich jetzt mal hier in den Raum, weil die Diskussion ich gestern am falschen Ort fand, denn wir haben in dieser Form nicht drüber gesprochen. Moni? Ja, also ganz deutlich, ich habe gesagt,
dass es wünschenswert ist, dass sich die Abgeordneten vor der Ausschusssitzung zusammengehen, die Tagesordnung durchschauen und möglichst einen Konsens finden. Da stehe ich auch zu. Das hat nichts mit Fraktionszwang zu tun. Und wenn das nicht klappt, dann ist das so. Das Wort leider habe ich nicht gesagt, definitiv nicht. Wüsste ich nicht, warum ich das tun sollte. Das Einzige, womit du recht hast, ist, wir hätten das da nicht weiter besprechen sollen. Es ist für die Fraktionssitzung. Wir hätten es halt da an der Stelle beenden müssen. Das ist dann so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich habe damit nicht ansatzweise gemeint, dass es verpflichtend ist, die gleiche Meinung zu haben. Ich habe nur gesagt, dass es wünschenswert ist, wenn zwei Abgeordnete da sind, dass sie sich in Einvernehmen setzen und gucken und möglichst einen Konsens finden. Und da stehe ich auch zu. Mehr habe ich nicht gesagt. Frank? Ja. Ich will es eigentlich auch recht kurz machen, weil wir wissen ja alle, dass wir einen Fraktionszwang nicht haben. Dass ich der Auslöser dafür eine spannende Diskussion bei der Mitarbeiterversammlung war, wusste ich gar nicht. Interessant. Ich sage das Wort leider, was du jetzt gerade nicht verwenden wolltest, und zwar deswegen, weil leider die Abstimmung zwischen uns beiden vorher nicht stattgefunden hat. Und das war einfach blöd. Und die Abstimmung, die da auseinandergelaufen ist, ist eine von ich habe sie nicht gezählt, aber mehreren, war offen gesagt ein Missverständnis, denke ich. Ist halt passiert. Steht auch so im Protokoll. Also Michelle und dann Harald. Entschuldigung, dann Joachim und dann Harald und nicht Michelle. Ich meine, man kann sich zu der Forderung nach Konsens stellen, wie man will. Aber ich finde es im Kreise der Piraten mittlerweile fast befremdlich, dass sobald in irgendeiner Form der Wunsch nach Konsens geäußert wird, von Fraktionszwang die Rede ist. Ich könnte auch sagen, da gibt es Leute, die fordern einen Dissenszwang, weil wir sonst keine Piraten sind. Das halte ich für komplett irrational. Wollte ich nur mal sagen. Harald? Ja, ich wollte einfach mal nur damit keine ich habe jetzt die Ausführungen, die anfänglichen Ausführungen von Dietmar jetzt leider nicht mitbekommen, aber ich sehe ja hier auch ein Zitat. Ich wollte zunächst mal einfach auf eine Sache eingehen. Ich habe im Auftrag und in Absprache mit dem Fraktionsvorstand und im Sinne, denke ich, auch der Fraktion zum ersten Mal gestern um 16 Uhr eine Referentenbesprechung auch unter Teilnahme der persönlichen Mitarbeiter durchgeführt. Wir waren uns darin einig im Fraktionsvorstand, dass das eine notwendige Koordinierungssitzung ist, die in erster Linie dazu diente, nicht nur sich kennenzulernen, das war eine ganz kurze Vorstellungsrunde, sondern auch, um die Beiträge für die Regierungserklärung zu koordinieren und auch andere Fragen der Arbeit in den Ausschüssen grundsätzlicher Art zu diskutieren. Und ich habe in diesem Kontext selbstverständlich vertreten, dass die Zuständigkeit der Verantwortung der Referentinnen und Referenten da sein sollte, dass sie die Abgeordneten für die Ausschüsse im Zweifelsfalle auch kurzfristig noch briefen können. Besser ist, das solide vorzubereiten und zu einzelnen Tagesordnungspunkten auch, sage ich mal, Vermerke zu machen und das auch zu setzen. Wenn ja, besser. Ja, so, und wir haben über all diese Dinge diskutiert und ich vertrete, so, der Abgeordnete, ob der sich an das Votum hält oder nicht, das ist doch ihm belassen und das ist auch ganz selbstverständlich so. So, und ich habe auch persönlich die Auffassung vertreten, ich glaube, Monika, du hattest in dem Kontext von Konsens gesprochen, den man vor einer Ausschusssitzung vielleicht in so einer Abstimmung, einer Vorbereitung herstellen könne. Ich habe, und ich denke, man ist ja erlaubt, in so einem Kreis eine Auffassung und eine persönliche Meinung auch zu äußern. Ich habe in dem Kontext auch vertreten, dass vielleicht nicht ganz so gut aussieht in einem Ausschuss, wenn die beiden Piraten gegeneinander stimmen. Ja, der eine, so muss man sich das nämlich vorstellen. Ja, die können ja unter Umständen gegeneinander stimmen. So, aber die Bewertung muss man dann den jeweiligen Betroffenen überlassen. Ansonsten ist das, was hier zitiert ist, nicht ganz richtig. Ja, das ist nicht richtig, will ich auch jetzt nicht im Einzelnen. Ich halte das für unfruchtbar. Ich finde viel wichtiger,
dass klar ist, wie sozusagen die Arbeit aussieht für die Referentinnen und Referenten. Das war das Schwerpunktthema, die Abgeordneten vorzubereiten zu allen Tagesordnungspunkten und das sozusagen der Fels in der Brandung, so habe ich mich ausgedrückt, ist die Referentin und der Referent. Ja, weil Papiere kommen schon mal sehr, sehr kurz. Vertrauliche Papiere kommen auch manchmal nur ein paar Stunden oder am Abend vorher. Und das muss der verantwortliche Referent sicherstellen. So, das ist eigentlich der große Kontext der Diskussion gewesen. Und ich würde das jetzt auch für eine Überbewertung halten, wenn man das in den Mittelpunkt stellt, dass etwa ein Fraktionsdisziplin, ein Fraktionszwang ist ja qua Gesetz gar nicht möglich, wenn ich das mal sagen darf. Ja, man redet ja im Allgemeinen, und nur das habe ich übrigens auch erläutert, ja, man redet ja im Allgemeinen immer von der sogenannten Fraktionsdisziplin. Ja. Also so, diese Dinge sind nur diskutiert worden, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Referentinnen und Referenten über solche Fragen diskutieren. Wir müssen sehen, dass wir hier einigermaßen reibungslos, ich drücke mich immer so aus, die Kuh vom Eis kriegen, also die Arbeit vom Tisch auch kriegen. Okay, danke, Robert. Ja, hallo. Ich wollte erwidern, Joachim, nur weil das heißt, wir sind jetzt nicht für Fraktionszwang, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass wir für Dissenszwang sind. Ich finde, das ist wichtig, weil das hier gerade viel Applaus gegeben hat. Wir sind einfach frei in der Entscheidung, und das ist mir auch wichtig. Und jetzt in dieser einen Sache, das Beispiel aus dem Ausschuss Kommunalpolitik, da ging es um eine Enthaltung und um eine Gegenstimme. Also das ist nicht so schlimm wie, oder schlimm ist es sowieso schon mal gar nicht, so das allererste, sondern es ging hier nicht um komplett konträre Meinung. Und ich denke auch, dass die ganze Sache hier ein bisschen sehr aufgebauscht wird. Wichtig ist für mich festzustellen, dass wir hier nicht anfangen, in irgendeiner Form wirklich irgendeine Art von Fraktionsdisziplin in die Richtung einzuführen, dass geschlossen abgestimmt werden muss. Das ist für mich das A und O, weil ich das mit meinen piratigen Grundsätzen hier nicht mehr in Einklang bringen konnte. Und ansonsten, denke ich mal, ist die Sache wirklich jetzt nicht so groß, dass wir hier stundenlang drüber reden müssen. Danke. Joachim und dann Michel. Herr Robert, ich muss dir da entschieden widersprechen, weil diese Situation nämlich schon eintreten kann, wenn man sich in der Diskussion befindet und der eine oder andere Abgeordnete vielleicht aus seiner freien Entscheidung heraus seine Meinung ändert. Ich habe mittlerweile 55. Leben hinter mir und ich habe zu einigen Themen ganz bestimmt meine Meinung geändert. Ich sehe das als Entwicklungsprozess an. Und wenn, das war meine Kritik, der Wunsch nach Konsens geäußert wird, dann gleich im nächsten Halbsatz das Wort Fraktionszwang auftaucht, das finde ich befremdlich, das finde ich sogar krank. Michel. Ich finde grundsätzlich, wir haben ja schon in unserer ersten Sitzung mehrfach die Situation, also Plenumssitzung, mehrfach die Situation gehabt, dass wir durch die Bank abgestimmt haben. Ich finde grundsätzlich bedenklich, wenn wir weiterhin oder wenn Einzelne hier weiterhin auf dem Standpunkt stehen, ich habe keine Ahnung von irgendeinem Thema, also enthalte ich mich. Wir haben extra unsere Fachgremien, wir haben unsere Fachleute, die sich auskennen bei einem Thema. Wir machen hier extra, wir gehen hier extra die Tagesordnung zum Beispiel durch und machen Beschlussempfehlungen. Sorry, ich glaube, gerade wenn zwei Leute in einem Ausschuss sitzen, ist es nicht zu viel verlangt, wenn die beiden sich versuchen, grundsätzlich, und so habe ich das verstanden, darauf zu verständigen, dass sie gemeinsam in eine Richtung abstimmen. Sollte es tatsächlich mal so sein, dass man total unterschiedlicher Meinung ist oder dass man sagt, naja, wir haben im Landesverband so extrem unterschiedliche Meinungen, wir wollen uns nicht festlegen, es stimmt der eine dafür, der andere dagegen mit entsprechender Begründung, dann ist das ja okay. Aber grundsätzlich sollten wir tatsächlich darauf achten, dass wir uns vorher genug verständigt haben, dass wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen und uns nicht erst in der Ausschusssitzung anfangen zu streiten, sozusagen per Abstimmung. Kai? Ich wollte nur mal anmerken, hier wird eigentlich nur Selbstverständliches verlangt. Als unsere Ausschusssitzung letzte Woche war, bin ich einen Tag vorher zu Daniel hochgegangen und wir haben uns darüber verständigt, wie wir uns im Ausschuss verhalten werden. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit und da versucht man natürlich auf den gleichen Wissensstand zu kommen so ein bisschen und einen Konsens zu erreichen. Und wenn das dann halt nicht klappt mit dem Konsens, dann ist das eben so. Aber man sollte zumindest vorher drüber reden. Da kann man übrigens auch Terminfuhr mit ausschließen, wenn man sowas macht. Daniel?
Würde ich auch so sehen. Also lass uns das einfach als Empfehlung sehen, dass sich, also wenn man überhaupt irgendwas als Zwang fordert, dann bitte den Zwang, dass sich diejenigen, die in dem Ausschuss gehen, besprechen. Das sollte ein Zwang sein. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Dass man im Anschluss nachher auseinandergeht und sagt, wir sind uns nicht einig, das kann passieren. Und das können wir dann auch aushalten. Und den Eindruck, den das dann bei den anderen Parteien auslöst, der ist mir ehrlich gesagt dann auch egal. Aber dann habe ich einen Grund dafür. Gut, es gibt keine weiteren Redebeiträge zu dem Punkt. Das heißt, wir kommen zu Top 4. Nachbesprechung zum Vortrag Professor Buntrop. Dietmar, den Punkt hast du eingestellt. Wobei es auch eine Anmerkung von Lukas gibt, nämlich ausführliche Kommentare, Meinungsäußerungen und Diskussionen entsprechen nicht dem Sinn einer Tagesordnung. Achso, da hast du irgendwas rausgenommen. Lukas? Genau, da war nämlich ein relativ langer Text als Begründung, den habe ich rausgenommen, weil das halt nicht in die Tagesordnung gehört. Das weiß aber der Dietmar, ich habe den gestern schon darauf angesprochen. Dann bitte Dietmar. Ja, ich hielt diesen Punkt für wichtig. Wir haben ja letzte Woche, erstmal haben wir über mehrere Wochen, sind wir eingestimmt worden auf diesen erhellenden Vortrag von Professor Buntrop. Wir haben darüber ausgiebigst diskutiert im Vorfeld und haben beschlossen, dass wir also diese Einladung aussprechen wollen an Professor Buntrop. Wir haben auch darüber gesprochen, welche Zahlung dort in Rede steht. Es war zwar letztendlich dann teurer als ursprünglich angedacht, aber Fakt ist, dass hier 1.000, egal ob netto oder brutto, weiß ich jetzt nicht, 1.000 Euro in Rede standen. Ob diese tatsächlich berechnet werden oder ob die Fraktion diese zahlt, vermag ich nicht zu sagen. Aber die Tatsache bzw. der Vortrag als solches ist ja gespeichert. Und deswegen würde ich hier an dieser Stelle auf Verlesung der Begründung für diesen Tagesordnungspunkt eher gerne verzichten. Es sei denn, es ist allgemeine Auffassung, dass ich das verlesen sollte. Aber auch die Leute, die im Stream sind, haben möglicherweise die Chance. Du hattest es doch auch zusätzlich als Mail rumgeschickt, wenn ich mich erinnere. Hatte ich? Ja, ja. Aber also hat sich erledigt, du kannst weitermachen. Gut, dann habe ich es rumgeschickt. Gut, aber es haben ja nicht alle, auch die Stream-Zuschauer haben das ja nicht. Die Mail haben die ja nicht unbedingt. Ja, da kannst du ja mal den Stream weiterleiten oder so, ganz klar. Ich habe natürlich eine spezielle Meinung dazu, wie jeder sich hier seine Meinung gebildet hat hinsichtlich der Inhalte. Fakt ist, dass wir hier eine flammende politische Rede gehört haben, kein Vortrag, kein sachlicher Vortrag zu einem wie angekündigten Thema, sondern im Prinzip eine Werbeveranstaltung für die sozialistische Linke. Insgesamt, das heißt, der wirtschaftliche und thesische Ansatz von Professor Buntrop findet ganz klar seine Wurzeln in dem Bereich der sozialistischen Linken, die hier ganz offensichtlich, und so macht es für mich zumindest den Anschein, als Grundlage für Gedankenspiele eingebracht werden soll. Denn wer sagt, nieder mit dem Unternehmerstaat, nieder mit der Exportquote, runter mit, wir brauchen Vollbeschäftigung, aber dies selbstverständlich unter Verringerung der Wochenstundenzahl bei vollem Lohnausgleich. Meine Meinung dazu, es spiegelt eine nationalökonomische Sichtweise wider, die im europäischen Kontext nicht haltbar ist, insbesondere auch nicht vor dem Hintergrund der Grundsätze unserer Partei, wie sie angelegt sind, nicht in wirtschaftspolitischer Hinsicht, aber doch von den Grundlagen her. Dann die Umverteilung von oben nach unten. Es klang in dem Vortrag, zumindest in der nachfolgenden Diskussion, durchaus an, dass hier auch gewisse MLPD-Parolen verkündet worden sind. Wer darüber hinaus dann propagiert, dass zudem richtigerweise Personal bzw. Arbeitskraft nicht als Restgröße gesehen werden dürfe, aber sondern stattdessen das System umzukehren sein, sodass der Gewinn die Restgröße zu sein hat und gleichwohl es einfach besser wäre, wenn der Gewinn eigentlich verringert würde zugunsten der Arbeitnehmer. Und darüber hinaus die Mitbestimmung dann befleißigt durch meinen Kommentar aufnimmt, beziehungsweise die unmittelbare Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen, der muss sich fragen lassen, ob nicht hier vor dem Hintergrund des offensichtlich zielgerichteten Vorgehens in Bezug auf marxistisch-leninistische Propaganda unter in Aussichtstellung einer Diktatur des sogenannten Proletariats hier doch tatsächlich nicht schlicht und ergreifend nicht an diesen Ort gehört,
definitiv nicht gehört, vor allen Dingen nicht gegen Honorarleistung und dann noch nicht mal die Chuzpe besitzt, die Bücher, die darüber hinaus dann am Ende noch beworben worden sind in dieser Veranstaltung, zumindest in Belegexemplaren, in denen das ja dann alles nachlesbar sein soll, in der Fraktion zu belassen. Dankeschön erstmal. Kai? Ich habe das Statement dazu jetzt vernommen, ich würde darüber gerne nicht diskutieren. Robert? Erstmal schauen. Also wir müssen keine Diskussion hier machen. Wir können das machen. Obwohl, ich sage nochmal was dazu. Also ich persönlich... Also keine Diskussion, aber du sagst was. Ja, genau. Wir können auch mal über Open Government sprechen. Es geht in dieselbe Richtung, ne? Ist analog. Okay, nein. Ich fand den Vortrag auch ein bisschen sehr einseitig, hat mich auch in irgendeiner Form gestört. Ja, ich fand es auch viel zu weit links außen, was dort erzählt worden ist. Ich fand es auch zu politisch und gut, aber das ist die eine Seite. Ich denke, wir sollten auch schauen, wie wir denn zukünftig damit umgehen. Ich habe auf der Mailingliste gestern schon mal was geschrieben. Ich bin der Auffassung, das war ein Fail, das sage ich ganz klar. Die Angelegenheit war ein Fail in meinen Augen. Das, was wir da gehört haben, ging komplett gegen die ableitbare und die vorhandene Programmatik unserer Partei. Und zwar über das Ziel hinausgeschossen. Man kann auch durchaus eine soziale Politik machen, ohne Eigentum komplett in Frage zu stellen und Ähnliches. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, wenn wir wissen, dass wir relativ radikale oder extreme Redner einladen, dass wir das A vorher hinterfragen und B, wenn wir die einladen, dass wir dann vielleicht auch einen Gegenpol schaffen in irgendeiner Form in beide Richtungen. Das fände ich als konstruktiven Ansatz sehr wichtig. Danke. Joachim, dann Michel. Was die angenommene oder unterstellte Extremposition des Redners an diesem Abend angeht, Herrn Professor Bontrup, möchte ich nur kurz in die Runde werfen, dass es sich um einen international und national anerkannten Volkswirten handelt, der nicht nur von uns eingeladen wird, sondern auch von dem ein oder anderen Ministerium, hier der Landesregierung. Und dann kann uns das eigentlich nur recht und billig sein. Und wenn er eine Position vertritt, die dem einen oder anderen von uns nicht schmeckt, was die Ableitbarkeit angeht, sehe ich das auch anders. Auch was, ich sag mal, KPDML, super links außen angeht, sehe ich das auch ein bisschen anders. Das wäre aber eine inhaltliche Diskussion. Ich verweise nur ausdrücklich auf das Renommee dieses Herrn. Punkt. Michel? Also ich möchte ausdrücklich auf YouTube und Google verweisen, denn der Name des Vortragenden war vorher bekannt. Man hätte sich jederzeit angucken können, was für Positionen der Mann hat. Ich finde es ein bisschen scheinheilig, jetzt nach dem Vortrag zu sagen, oh Mist, aber wenn wir gewusst hätten, was er sagt, dann hätten wir nicht eingeladen. Das finde ich doof. Oliver und dann Dietmar. Dazu ergänzend, soviel ich weiß, hat Joachim uns weit und breit vorgewarnt und uns da um unsere Meinung gebeten, ob wir ihn denn trotzdem einladen möchten. Wir haben gesagt, ja, würden wir gerne. Und ein kurzer persönlicher Kommentar zu dem Vortrag. Ich fand ihn sehr gut, hätte ihn aber jetzt nicht unbedingt für den Haushalt hier unbedingt benötigt, weil es doch halt nicht auf den NRW-Haushalt einging. Es war ja Bundeshaushalt. Ja, also da hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet, dass er ein bisschen mehr auf den NRW eingeht. Dann haben wir jetzt Dirk und dann Daniel. Also auch nur ganz kurz von mir. Wenn wir jetzt nicht gerade Mathematiker einladen, wo völlig unabhängig von der persönlichen Meinung 1 plus 1 gleich 2 ist, egal was da ja, denkt. Da gibt es Probleme, da geht das anders. Okay. Verdammt! Also wir werden es nicht verhindern, wir werden es nicht verhindern können, dass es in einer Wissenschaft immer um persönliche Meinung geht und dass die natürlich auch nach außen propagiert wird. Also das Einzige, was wir machen können, ist dann vielleicht noch einen Gegenpol einladen. Mehr geht aber nicht. Daniel? Also es war durchaus so, dass man das absolut kritisieren kann, was er gesagt hat. Es waren aber auch viele Punkte, die einfach schlicht bedenkenswert sind. Also auch gerade so Sachen wie zur Entwicklung des Haushalts und der Vermögen der einzelnen Haushalte. Das ist völlig unabhängig davon, ob das jetzt, ob er dafür jetzt, ich sag mal, sozialistische Lösungen vorschlägt oder nicht. Eine Sache, die interessant und bedenkenswert war. Ich glaube nicht, dass es ein Fail war. Ich glaube auch, dass die Piraten
so schlau genug sind, das einzuordnen, zu wissen, das ist jetzt eine Meinung, die man sich anhört. Wir besprechen, wir sind ja für Pluralismus, wir hören uns viele Meinungen an. Das heißt ja nicht automatisch, dass wir denen dann nach dem Mund reden. Kai? Ja, hat nicht geklappt, wir diskutieren es doch. von daher, kurzes Statement dazu. Ich habe während der Sitzung, diese MLPD-Nummer kam übrigens von mir, weil zum Beispiel das mit dem Arbeit auf alle verteilen bei vollem Lohnausgleich steht original so im MLPD-Programm drin. Aber whatever, ich habe natürlich auch inhaltliche Kritik an dem Beitrag. Wir haben da teilweise gesessen, Daniel und ich, und uns ja kaputt gelacht oder geärgert an manchen Stellen. Aber das hält uns ja nicht davon ab, uns das anzuhören und quasi das zu reflektieren, was da geredet wird. Im Übrigen hatten wir im Nachgang wirklich sehr gute Diskussionen darüber. Das ist ein Effekt, der hier leider viel zu selten auftritt, dass wir nämlich über Politik diskutieren. Von daher würde ich diesen Vortrag auch jederzeit wieder veranstalten, weil es einfach fruchtbar war. Dann habe ich noch einen Punkt, der mir entfallen ist. Egal. Ja, so Meinungsvielfalt und so, ne? Ach so, Entschuldigung. Tatsächlich noch ein inhaltlicher Punkt, Restgröße, Gewinn. Ja, da würde ich sogar sagen, da stehe ich absolut dahinter. Joachim? Ich würde gerne auch inhaltlich noch etwas dazu sagen. Das ist meine persönliche Kritik an Herrn Bontrup, die in meiner letzten Frage an ihn auch nochmal aufgeschieden ist. Marx hat sicher viele Dinge gesagt, die bedenkenswert und richtig sind, zumindest in der theoretischen Behandlung, in der Diagnose. Ob man daraus eine Therapie ableitet, so wie Marx das getan hat, ist eine andere Frage. Ich bin nach wie vor und nach dem Vortrag von Herrn Bontrup mehr denn je der Überzeugung, dass die gängigen Wirtschaftsmodelle, auch die linksorientierten Wirtschaftsmodelle, die Wichtigkeit der Innovations- und der Informationswirtschaft im Handel mit Immaterialgütern noch nicht auf dem Schirm haben. Der Designer passt nicht in die marxische Theorie. Altes Statement von Flusser hat sich für mich durch den Vortrag von Herrn Bontrup nochmal bestätigt. Gut, danke. Ich sehe, es gibt keine weiteren Redebeiträge. Dann kommen wir zum Top 5 Schwedengate, Falkwinge Äußerungen. Und Daniel hat das Top eingestellt. Deshalb möchtest du was dazu sagen? Ja, für den Fall, dass Bedürfnis danach besteht. Ich hätte welches, aber wenn ich der Einzige bin, dann stelle ich das zurück. Keine Ahnung. Aber wenn du was dazu sagen willst, dann kannst du dich auch äußern. Also ja, gut. Ich kann mich dazu äußern, dass ich mit Rick Falkwinge gesprochen habe am, wann war das, Sonntag, Abend, Nacht. Und was mir ein bisschen gefehlt hat in der ganzen Debatte, ist, sich inhaltlich ein bisschen mit den Punkten auseinanderzusetzen, die er sagt. Ich halte die Schlussfolgerungen, die er daraus zieht, für falsch. Aber sind die Punkte, die drei Punkte, die er da angeschrieben hat, sind durchaus bedenkenswert. Und mir gefällt aber auch die Sprachregelung nicht, die der Bundesverband gefunden hat. Ich würde sagen, wenn das sich irgendwie, wenn wir eine Sprachregelung finden könnten, wie wir damit umgehen können, falls wir gefragt werden, fände ich nicht schlecht. Michel? Ja, ich habe zwei Dinge. Erstens würde ich gerne kurz mal abfragen, wer von euch das Ganze überhaupt gelesen hat. Okay. Nee, knapp die Hälfte, gut. Nein, ich wollte... Ja, also ich wollte nur ganz kurz sagen, erstens, wie der Bundesverband damit umgegangen ist, finde ich nicht gut. Ich finde auch nicht gut ein Zitat von Stefan Urbach, der gesagt hat, damit hat sich Rick als ernstzunehmender Politiker komplett diskreditiert und für immer. Nee, überhaupt nicht. Was er gemacht hat, ist, sich philosophisch mit einem gesellschaftlichen Problem auseinanderzusetzen, mit einem Technik, nicht um Kinder geht. Es werden häufig in den Beispielen die 7-Jährige gegen die 17-Jährige gegenübergestellt und konsensuale Liebe mit tatsächlich dokumentiertem Kindesmissbrauch gegenübergestellt. Ich halte die Schlussfolgerung auch für fragwürdig, die Rick da zieht, aber ich halte es genauso für fragwürdig, dass nicht nur die Presse drauf angesprungen ist und quasi eben da ins Gesicht springt, sondern die Piraten in großer Mehrheit gleich mit dazu, und zwar mit den gleichen falschen Argumenten und mit den gleichen, ich habe nur die Überschriften gelesen, Argumentationen. Das finde ich schade, weil eigentlich wollten wir uns sachlich mit Politik beschäftigen und das ist keine sachliche Beschäftigung. Grumpy?
Das ist wieder einmal ein wunderbares Beispiel für den großen Bereich des Kontrollverlustes, diesmal durch die Piraten selber mit verursacht. In diesem Zusammenhang ist es auch immer sehr schön, auf die Gegenöffentlichkeit aufmerksam zu machen. Hierbei sei einfach mal erwähnt, dass Fefe, ich möchte ihn in diesem Fall ausdrücklich loben, eine hervorragende kurze Zusammenfassung über diese Thematik auf seinem Blog veröffentlicht hat. Obendrein möchte ich in diesem Fall lawblog.de empfehlen, der ebenfalls eine sehr vernünftige, analytische Klamotte dazu geschrieben hat. Und obendrein vielen Dank an die österreichischen Piraten, die heute eine hervorragende Pressemitteilung ebenfalls mit einer sehr, sehr entspannten, ruhigen und gelassenen Analyse veröffentlicht haben. Vielen Dank. Kannst du den Link ins Bett stellen? Daniel? Also für die, die es nicht gelesen haben, er kritisiert eben drei Punkte oder er stellt drei Punkte zur Diskussion, aus denen er all halt diese Schlüsse zieht. Der erste Punkt ist, dass der Besitz des Materials ja bereits strafbar ist, was zu einer Verhinderung der Strafverfolgung führen kann. Denn wenn du durch Zufall in so ein Material, an so ein Material kommst, bist du bereits ein Straftäter. So ist seine Interpretation. Das verhindert also die Strafverfolgung. Der zweite Grund ist, den er nennt, dass eine Hysterie in der ganzen Sache... Bitte was? Entschuldigung, ich hatte mich angesprochen geführt. Dass eine Hysterie in der Sache besteht, weil ja im momentanen Verbot auch zum Beispiel Zeichnungen, Comicdarstellungen und sowas eingeschlossen sind, was ja wohl idiotisch ist, und dass es Bestrebungen gibt, den Schutz eben bis zum 18. Jahr auszudehnen, was Hysterie ist. Und der dritte Punkt ist, das Ganze ist ein Einfallstor für Zensur und Kontrollbestrebungen, die uns gegen die Bürgerrechte gehen. Und aus diesen drei Punkten schließt er eigentlich, man müsste, er sagt, Kinderpornografie legalisieren. Worüber ich mit ihm gesprochen habe, ist, dass erstens dieser Begriff totale Scheiße ist, Kinderpornografie, sondern wir sollten immer reden von dokumentiertem Kindesmissbrauch und dass wir in Deutschland oder überwiegend die Meinung haben, das geht nicht, das kann man niemals erlauben. Worin wir aber übereinstimmen, und das ist eine Sache, wo er gesagt hat, das wäre ein Konsens, auf den man sich einigen könnte, ist, dass der Besitz weiterhin strafbar sein soll, es sei denn, man ist tatsächlich in so einer Situation, dass man an dieses Material gekommen ist und übergibt es direkt der Polizei. Woran wir uns... Ja, das mag so sein. Das mag so sein. Erstens hast du es mit einer Juristik... Nicht um Kinder geht, es werden häufig in den Beispielen die 7-Jährige gegen die 17-Jährige gegenübergestellt und konsensuale Liebe mit tatsächlich dokumentiertem Kindesmissbrauch gegenübergestellt. Ich halte die Schlussfolgerung auch für fragwürdig, die Rick da zieht, aber ich halte es genauso für fragwürdig, dass nicht nur die Presse drauf angesprungen ist und quasi eben da ins Gesicht springt, sondern die Piraten in großer Mehrheit gleich mit dazu, und zwar mit den gleichen falschen Argumenten und mit den gleichen, ich habe nur die Überschriften gelesen, Argumentationen. Das finde ich schade, weil eigentlich wollten wir uns sachlich mit Politik beschäftigen und das ist keine sachliche Beschäftigung. Grumpy? Das ist wieder einmal ein wunderbares Beispiel für den großen Bereich des Kontrollverlustes, diesmal durch die Piraten selber mit verursacht. In diesem Zusammenhang ist es auch immer sehr schön, auf die Gegenöffentlichkeit aufmerksam zu machen. Hierbei sei einfach mal erwähnt, dass Fefe, ich möchte ihn in diesem Fall ausdrücklich loben, eine hervorragende kurze Zusammenfassung über diese Thematik auf seinem Blog veröffentlicht hat. Obendrein möchte ich in diesem Fall lawblog.de empfehlen, der ebenfalls eine sehr vernünftige, analytische Klamotte dazu geschrieben hat. Und obendrein vielen Dank an die österreichischen Piraten, die heute eine hervorragende Pressemitteilung ebenfalls mit einer sehr, sehr entspannten, ruhigen und gelassenen Analyse veröffentlicht haben. Vielen Dank. Kannst du den Link ins Bett stellen? Daniel? Also für die, die es nicht gelesen haben, er kritisiert eben drei Punkte oder er stellt drei Punkte zur Diskussion, aus denen er halt diese Schlüsse zieht. Der erste Punkt ist, dass der Besitz des Materials ja bereits strafbar ist, was zu einer Verhinderung der Strafverfolgung führen kann. Denn wenn du durch Zufall an so ein Material kommst, bist du bereits ein Straftäter. So ist seine Interpretation. Das verhindert also die Strafverfolgung. Der zweite Grund ist, den er nennt, dass eine Hysterie in der ganzen Sache... Bitte was? Entschuldigung, ich hatte mich angesprochen geführt.
dass eine Hysterie in der Sache besteht, weil ja im momentanen Verbot auch zum Beispiel Zeichnungen, Comicdarstellungen und sowas eingeschlossen sind, was ja wohl idiotisch ist, und dass es Bestrebungen gibt, den Schutz eben bis zum 18. Jahr auszudehnen, was Hysterie ist. Und der dritte Punkt ist, das Ganze ist ein Einfallstor für Zensur und Kontrollbestrebungen, die uns gegen die Bürgerrechte gehen. Und aus diesen drei Punkten schließt er eigentlich, man müsste, er sagt, Kinderpornografie legalisieren. Worüber ich mit ihm gesprochen habe, ist, dass erstens dieser Begriff totale Scheiße ist, Kinderpornografie, sondern wir sollten immer reden von dokumentiertem Kindesmissbrauch und dass wir in Deutschland oder überwiegend die Meinung haben, das geht nicht, das kann man niemals erlauben. Worin wir aber übereinstimmen, und das ist eine Sache, wo er gesagt hat, das wäre ein Konsens, auf den man sich einigen könnte, ist, dass der Besitz weiterhin strafbar sein soll, es sei denn, man ist tatsächlich in so einer Situation, dass man an dieses Material gekommen ist und übergibt es direkt der Polizei. Woran wir uns, ja, das mag so sein. Das mag so sein. Erstens hast du es mit einer Juristik, tatsächlich so, wenn die Leute das Gefühl haben, sie könnten sich schon strafbar machen. Oder aber sie gehen zur Polizei und es wird ein Anfangsverdacht angenommen. Das kann schon dazu führen, dass sie sagen, nee, dann will ich lieber gar nichts damit zu tun haben. Das führt zu einer Kultur des Wegsehens. Und das ist was, was wir verhindern müssen. Es muss also klargestellt sein, wenn ihr tatsächlich an solches Material kommt, ohne dass ihr gezielt danach gesucht habt und übergebt das unmittelbar an die Polizei, dann muss das strafbar sein und dann darf das auch meines Erachtens nach keinen Anfangsverdacht begründen. Nur dann kannst du die Strafverfolgung da sicherstellen. Bei den anderen Punkten ist das so, da würde ich ganz klar zwischen Kinderpornografie in Anführungsstrichen und dem sogenannten dokumentierten Kindesmissbrauch unterscheiden. Wenn man unter Kinderpornografie auch Comics und Zeichnungen oder sowas subsumiert, dann ist das Quatsch meines Erachtens nach, sowas zu verbieten. Das geht dann in die Richtung von Gedankenverbrechen, sondern was wir verbieten sollten, ist eben tatsächlich die Dokumentation von Kindesmissbrauch. Das ist eine ganz andere Nummer. Auch die, was er beschreibt, ist, dass teilweise 17-Jährige oder so für das Anfertigen eigener Fotos rechtlich verfolgt werden. Das ist in manchen Ländern so. Das ist natürlich auch totaler Bullshit, die für ihre eigene Sexualität oder das Ausleben ihrer eigenen Sexualität zu bestrafen. Und der dritte Punkt, der Einfallstor für Zensur, auch da kann man ihm eigentlich uneingeschränkt zustimmen, dass das ein Problem darstellt, aber genau dafür sind wir als Piraten ja da, das zu adressieren und uns dagegen zu wehren. Die Schlussfolgerung daraus, dann machen wir den ganzen Bereich eben des Besitzes solchen Materials straffrei, der ist aber dafür nicht nötig. Also insofern, ich würde diese drei Punkte durchaus als absolut bedenkenswert und also nachdenkenswert und sich damit beschäftigenswert erachten. Seine Schlussfolgerung teile ich nicht. Und so würde ich das am liebsten auch formulieren. Also erstens, Rick Falkwinges Forderungen nach Freigabe des Materials schließen wir uns nicht an. So hat Fefe das ja ungefähr auch formuliert, ne? Und zweitens, die von ihm aufgezeichneten Punkte, die halten wir für diskussionsfähig und würdig und wir müssen da Antworten drauf finden. Michel? Jetzt muss ich schwenken und reden gleichzeitig. Ja, ich würde noch einen dritten Punkt anfügen, den ich für relativ wichtig halte, gerade bei uns und wenn es um Anfragen an uns hier in der Fraktion geht. Da ist ein Schwede, der regt sich über schwedische Gesetze und schwedische Verhältnisse auf. Er mischt da noch so ein bisschen amerikanische Verhältnisse rein. Das ist das mit dem, wenn man erwischt wird mit dem Material, egal woher man es hat, ist man sofort strafbar. Aber im Grunde genommen ist none of our business. Also ich kann jedem empfehlen, wie Grumpy schon sagte, den Blog von Udo Vetter dazu zu lesen. Ich finde übrigens Felix von Leitners Auslassung dazu ein bisschen durcheinander. Er schreibt so ein bisschen sehr, wie er denkt. Das kann man nicht immer so komplett nachvollziehen. Also ich finde an der Stelle die Einlassung von Udo Vetter da extrem besser. Das, was Michel sagte mit der Vermischung der amerikanischen Geschichten, Dirk wird das nochmal bestätigen können. Gehe ich mit dem Material hier zur Polizei, kriege ich ein paar Fragen gestellt und das war's dann mit dem Ermittlungsverfahren. Das wird nicht eröffnet. Es ist ähnlich wie bei allen anderen Dingen auch, die strafbewehrt sind und zu Recht strafbewehrt sind. Finde ich eine Pistole irgendwo auf dem Weg zur Arbeit und rufe die Sheriffs an und bleib da stehen, dann wird da auch gefragt, haben Sie damit was zu tun? Dann sage ich dazu nein und dann ist die Nummer durch. Ist albern. Also an der Stelle kann unser Ding nur sein,
Wir müssen das sicher ein bisschen emotionsfreier diskutieren und vor allen Dingen auch anders diskutieren, als das bisher der Fall gewesen ist, dass wir nämlich nicht das Ganze dazu nutzen wollen, irgendeine Zensurinfrastruktur aufzubauen, wie das bis jetzt von den politischen Gegenspielern hier im Land angedacht worden ist. Trotzdem bleibt immer bestehen, dass wir jede Art von Päderastentum und der bildlichen Darstellung desselben ablehnen und das auch sehr konsequent darstellen und meinen. Und nicht irgendwas dazu sagen wollen, dass wir dieses aufweichen wollen. Danke. Grumpy. Noch kurz, das hatte ich gerade vergessen, abschließend zum bundesdeutschen Sturm im Wasserglas. In der internationalen Presse sieht es ganz einfach so aus, dass im gesamtskandinavischen Raum noch kein einziger Artikel zu diesem Thema überhaupt erschienen ist, auch kein Blogbeitrag. Und obendrein jetzt über die deutsche Presse, über die deutsche Welle, das Ganze halt in der Türkei lanciert wurde. Von dort aus schwappt es dann jetzt gerade nach Litauen und vielleicht erreicht es dann irgendwann mal Schweden, aber es ist definitiv halt, ich weiß nicht, warum Deutschland da jetzt so eine Welle draus macht. Danke. Ich sehe keine weiteren Redebeiträge. Das heißt, wir kommen zur Top 6. Personalsituation, Referenten, Stellenplan, Finanzsituation dazu ist eingebracht worden von Daniel. Er hatte das Gefühl, dass jetzt unklar ist, in welchen Bereichen noch Referenten eingestellt werden können aus Finanzgründen und wenn ja, mit welcher Stundenzahl oder so. Ich hatte so den Eindruck, weil hin und wieder hatte ich das Gefühl, es wird auf die Bremse getreten, ausgabenmäßig, ohne dass man jetzt genau einen Überblick hat, wo klemmt es denn oder welche Möglichkeiten bestehen jetzt noch. Wir hatten mal, ich glaube, es war mal angedacht, dass es sowas wie einen Personalplan geben soll. Der wäre ja vielleicht mal wieder zu aktualisieren und tatsächlich mal rumzusenden. Wer möchte was? Ja, eigentlich hatte Joachim doch gesagt, Joachim, du hattest den Plan doch heute Morgen irgendwie an der Hand. Ja, ich kann vielleicht allgemein was dazu sagen. Wir liegen einigermaßen im Plan von dem, was wir uns vorgestellt haben. Ich habe das schon mehrfach gesagt, sicherlich geht es auch nicht um 1.000 Euro oder so. Es geht prinzipiell darum, dass wenn jeder halt immer mehr will, als im Plan ist, dann kommen wir einfach nicht hin, dann wird es ein Problem geben. Und ich fand das toll, wie sich einige jetzt hier auch sehr kooperativ geeinigt haben, dass wir da hingekommen sind. Und ich glaube, wenn wir auf dem Weg weitermachen, dann sehen wir sehr, sehr gut aus. Es kann nur halt nicht jeder sagen, wir können nicht für jeden Ausschuss 40 Stunden zur Verfügung stellen, wenn es kleine Ausschüsse drin sind. Man muss sich einfach besprechen und gucken, wo kann da zusammengearbeitet werden. Dann sehe ich das relativ stressfrei. Es ist halt die Frage, letztendlich eine Entscheidung, wo wir auch Schwerpunkte setzen, wo wir so viel Stunden reinsetzen wollen. Und bisher finde ich von dem Gefüge her, und das Gefühl hatte ich gestern Nachmittag auch ganz deutlich, sind wir eine gute Truppe. Also ich hab da ein ganz gutes Gefühl im Moment. Für das gute Truppe. Daniel, nicht Gurkentruppe. Aber nichtsdestotrotz sind ja noch nicht alle Ausschüsse besetzt. Wie sieht es denn da aus? In welchen Ausschüssen fehlt noch was? Und mit welcher Stundenzahl soll da voraussichtlich, also geplant, agiert werden? Das würde mich noch interessieren. Ja, also da ich ja versuche, viel zu reden und zu glätten und Verbindungen zu schaffen. Ich meine, Kultur und Medien, du weißt es. Ne? Auch eine Frage, mit wie vielen Stunden rechnest du? Also ich gehe mal im Moment davon aus, dass wir keine Vollzeitkraft. Rechnen wir natürlich nicht. Ja, es war mal so ein Punkt, Vollzeitkraft Kultur, Vollzeitkraft Medien. Da haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Gerne auch 2/3. So, hilft. Nee, insgesamt. Hilft. Aber ist halt, ja natürlich, klar, also grundsätzlich auch damit jetzt hier, wir haben ja keinen neuen Plan, wir haben mal einen Plan gemacht, da hat es Verschiebungen innerhalb dieses Plans gegeben. Kann ich ihn gerne abgedecken? Ja, weiß jetzt nicht, was für ein Update man da macht, also es sind einfach
der Ausschuss Kultur und Medien, Innen und Recht. Innen und Recht ist noch offen und Europa. So. Und da habt ihr jeweils wie viele Stunden? Innen und Recht ist voll. Ja. Europa eher zwei Drittel. Petitionen, was? Damit? Ist hin und her geschoben, ist gerade noch in der Diskussion, okay, ob das irgendwo aufgefangen wird. Also doch, es gibt einen Plan. Es ist nur, also es gibt einen Plan von den Leuten, die damit sprechen. Es gibt nur keinen aufgeschriebenen, der sich stündlich ändert. Und das macht keinen Sinn, das auf Papier zu bringen. Deswegen, ja, ich kann einen Zwischenstand mal irgendwie machen, der uns aber dann auch nicht viel weiterbringt. Das heißt, die drei Ausschüsse sind vakant und ja, der Rest ist besetzt. Ja. Ja. Dietmar und dann Daniel. Ja, meine Mail, die ich herumgeschickt hatte, ging in die gleiche Richtung. Wir haben hier eine Situation, die sicherlich nicht glücklich ist, definitiv. Wir werfen auf der anderen Seite der Landesregierung vor, jetzt seit einem Dreivierteljahr mit einem Haushalt zu operieren, den eigentlich gar keiner kennt. Das ist also so nicht so schön und dann kriegen wir jetzt einen Haushalt auf den Tisch geknallt. Entscheidend ist, wir haben sehr spät erst eine Finanzordnung beschlossen, sodass also auch ein Haushaltsplan erst dann unter Berücksichtigung der entsprechenden Fristen später aufgestellt wird. Gleichwohl wird hier seit Mai bzw. Juni mit nicht unerheblichen Summen operiert innerhalb der Fraktion. Wir alle, unabhängig davon, dass der Vorstand, dem wir vertrauen, was das angeht, letztendlich unseren Kopf dafür hinzuhalten haben, auch was die Verantwortungssituation, auch die politische Verantwortungssituation angeht, sind möglicherweise eben da doch nicht so hinreichend einbezogen, als dass wir uns vor, ich sag mal, ein Mikrofon oder eine Kamera stellen könnten und sagen könnten, ja, das ist schon alles in Ordnung so. Das würde Nachfragen hervorbringen. Gleichzeitig ist es alles sehr intransparent, was hier abgelaufen ist bisher. Es gab zwar mal irgendwie so ein Ding, was der Björn Luxert aufgestellt hatte, das war so eine Überlegung hinsichtlich eines Budgetplans bezüglich der Referenten. Aber was mir ehrlich gesagt fehlt, ist Ad 1 ein Stellenplan, der ausweist, welche Stellen hier A sind, welche vorhanden sind, welche besetzt sind. Das sind also insbesondere die der einfachen Mitarbeiter, leitenden Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiter, Referenten. Dann natürlich auch einen Plan über die Stellenbelegung. Der kann auch dauerhaft aktualisiert werden. Das heißt, differenziert nach Stellenanteil und Ressortzuordnung, ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch das, was Daniel gerade ansprach, auch Frank. Und natürlich auch die Budgetauslastung. Denn es ist in den letzten Tagen, möchte nicht sagen Wochen, aber insbesondere in den letzten Tagen ja zu Diskussionen gekommen, dass das möglicherweise alles so mit Stellenanteilen, da müssen wir mal gucken, ob wir da was abknapsen, da müssen wir mal gucken, ob wir einen Renten da noch, einen Referenten noch damit einsetzen. Gestern war das auch Thema und Harald hat zu Recht gesagt, das ist sehr problematisch, dass also ein Referent zwei oder gar drei Ressorts abdeckt, denn die Referenten, die wir haben, sind unter Umständen schon mit einem oder maximal zwei Ressorts bedient, das heißt ausgelastet. Gleichwohl gibt es also, wie wir dann zum Beispiel bezogen auf Nico Michaelis feststellten, also eine Situation, dass der drei oder vier Ressorts oder was mit abdeckt mit seiner Tätigkeit und dass also gewisse Stellenteilungen hier auch stattfinden. Mich möchte jedenfalls wissen, wie die Budgetauslastung ist unter Berücksichtigung der Stellenbelegung. Und ich möchte natürlich auch wissen, wie die Stellenbelegung aussehen, sprich der Ausweis der Vergütungen bezüglich der jeweiligen Stelle, auch der Anteile dazu. Und natürlich auch einen Hinweis darauf, wie das monatliche Budget unter Berücksichtigung von A bis C in meiner Mail, das heißt also Stellenplan, Stellenbelegung, Budgetauslastung, noch offen ist. Das heißt, was für Möglichkeiten hier innerhalb der Fraktion bestehen. Denn es geht ja nicht nur um Stellenbesetzung, sondern es geht ja auch um sonstige Handlungsfähigkeit der Fraktion, auch in Bezug auf beispielsweise Veranstaltungen mit Bürgern und so weiter und so fort. All das ist das. Ich habe den Verdacht, dass das Budget durch das Personal bisher bis an die Decke ausgelastet und ausgereizt ist. Gut, wenn das nicht so ist, dann würde ich aber trotzdem gerne wissen, wie das aussieht. Und natürlich auch die Vakanz von Stellen, soweit noch welche unbesetzt sind, hätte ich dann auch ganz gerne gewusst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch im Interesse der anderen Fraktionäre ist, unter Berücksichtigung der Verantwortung, die wir alle dafür tragen. Danke. Daniel, dann Moni, dann Joachim. Ich versuche es, also ich unterstütze den Dietmar da in der Sache. Ich hätte gerne, ich würde da dem Fraktionsvorstand allerdings gerne eine Woche Zeit geben, das kriegen wir ja heute nicht ausdiskutiert. Ich hätte gern für nächsten Dienstag eine Auflistung, das Recht haben wir übrigens alle als Fraktionsmitglieder laut Finanzordnung,
Einmal eine Auflistung des Gesamtbudgets, also die Gesamtsumme, die da draufsteht. Ich wüsste gern, welche Mitarbeiter wir bislang angestellt haben, mit Name, Gehalt, Stundenzahl und die jeweilige Funktion bzw. Zuordnung zu den Referaten. Und dann hätte ich für mich gerne zusammengefasst so eine Auflistung der Ausgaben. Also jetzt nicht einzeln, dass wir 50 Briefumschläge gekauft haben, sondern so eine grobe Übersicht. Also dass man einfach mal grundsätzlich sehen kann, wie wir da im Budgetplan liegen. Ich habe jetzt gerade gesagt, das fände ich schön, bis nächste Woche das zu haben. Wenn das irgendwie problematisch ist oder länger dauert, dann müsst ihr bitte irgendwie das signalisieren. Einen zweiten Punkt habe ich noch dabei. Meines Wissens steht in den Verträgen der Fraktionsmitarbeiter ein Passus zu Sonderzahlungen. Der November, sage ich mal, als gegebenenfalls kommender Zahlungsmonat für Sonderzahlungen ist nicht ganz so weit hin. Wir sollten uns da gegebenenfalls dann irgendwann darüber unterhalten, wie diese Art der Sonderzahlungen aussehen. Moni, dann Joachim. Ja, eigentlich ist das damit erledigt. Also ich habe mich gestern damit überfordert gefühlt, das von gestern auf morgen, heute Morgen hier anzuschleppen. Das hatte ich weder Zeit noch Lust zu. Und bis nächsten Dienstag sehe ich da kein Problem drin, dass wir das uns anschauen. Ich würde halt jetzt gerne erst diese Plenarsitzung hinter uns bringen, dass wir vielleicht ein bisschen da aus dem Druck raus sind. Dann können wir gerne nächsten Dienstag darüber sprechen. Ich möchte dazu nur sagen, ich möchte es halt nicht so gerne rumschicken auf den Listen, weil es einfach ganz viel mit Datenschutz zu tun hat. Wir haben immer gesagt, es kann jeder zu uns kommen und jeder, der zu uns gekommen ist, hat diese Planung sehen können, hat die einsehen können. Wir haben mit allen gesprochen, also sie hat nie irgendwie unter Verschluss gestanden oder so, dass da keiner dran kam. Jeder konnte da drauf schauen und wir haben in allen Fällen auch immer versucht, es so hinzukriegen, dass alle zufrieden sind. Das werden wir natürlich auch weiterhin machen. Joachim, bitte. Ja, ich denke, die Anmahnung zur Transparenz, nicht zur Intransparenz, gilt da in beide Richtungen. Ich habe mich über weite Strecken in den letzten Wochen unwohl gefühlt, weil ich nicht wusste, was in den einzelnen, und ich hätte das gern gewusst als Vorstandsmitglied, was in den einzelnen Bewerbungsgesprächen für Gehaltsverhandlungen und möglicherweise auch erste Zusagen gemacht würden. Also die Intransparenz war da in beide Richtungen aktiv. Ich würde einen konstruktiven Vorschlag machen. Ich unterstütze und verstehe Dietmars Wunsch und Daniels Ergänzung dazu. Wir legen als Vorstand in einem noch zu bestimmenden Zeitraum X eine Übersicht inklusive einer Finanzplanung für 2013 vor. Das kann allerdings nicht der nächste Dienstag sein. Was die bislang gezahlten Gehälter angeht und Ausgaben, da weiß ich nicht, möchte Frau Millauer da nicht das Wort reden, wie schnell die das zusammenstellen kann mit den bestellten Rechnungen. Was gezahlte Gehälter angeht, lässt sich das bis nächsten Dienstag bewerkstelligen. Die Frage ist jetzt an die Runde: Was für einen Zeitraum hattet ihr gegeben, dass auch eine komplette Finanzplanung macht? Weil ich glaube, eine vorliegende Finanzplanung würde wieder einiges auch entzerren in der Diskussion, entspannen vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob das weithin bekannt ist. Ich wollte nur noch mal betonen, dass die komplette Auflistung, wer hier für die Fraktion arbeitet und wie viel bekommt und wie viele Ressourcen wir noch haben für die einzelnen Ausschüsse, wo das noch viel selbstverständlich vorliegt. Es ist nicht so, dass wir irgendwie so eine bunte Zettelsammlung irgendwie in der Ecke haben, sondern es gibt selbstverständlich ein Excel-Sheet, wo das alles aufgelistet ist. Was eigentlich nur noch fehlt, ist die sonstigen Ausgaben, die da noch zusätzlich zugeführt werden müssten. Also wir sind jetzt nicht so der Superchaos-Trupp da in der Fraktionsführung. Dietmar und dann Frank. Also nicht, dass das hier irgendwie falsch ankommt. Hier wird gerade auch dem Vorstand, was das angeht, überhaupt nichts unterstellt. Ja, das ist schon mal ganz klar. Aber dennoch, Klarheit und Wahrheit spielen da schon mal durchaus eine Rolle. Was diese Intransparenz angeht in beide Richtungen, kann ich jetzt, weiß ich nicht, was da gemeint ist, keine Ahnung. Dass da Gehaltsverhandlungen, ich meine, da kann er nur auf eine zurückgreifen, wo dann aus dem Kreise des Vorstands bzw. durch ein Vorstandsmitglied der Betrag auch noch selbst auf den Zettel geschrieben worden ist, während wir da uns in Verhandlungen befanden. Also gut, anderes kann ich nicht beurteilen. Fakt ist, dass der Daniel so weit darüber hinausgeht, über das, was ich da erbeten hatte, oder auch der Daniel Schwert für notwendig hält, ob wir dann einen Finanzplan, den brauchen wir ja sowieso.
Und der ist ja auch nach der Finanzordnung, wie wir sie festgelegt haben, wie wir sie beschlossen haben, ist das ja zeitlich festgelegt. Das heißt, es geht einfach nur um einen Nachtragshaushalt für 2012 und dann um einen künftigen Haushalt für 2013. Das heißt, unsere Fraktion befindet sich im Moment exakt in derselben Situation wie die Landesregierung, möchte ich mal fast behaupten. Also deswegen nochmal, kein Vorwurf an irgendwen hier, nur es geht hier einfach darum, dass wir alle auch genau wissen, was wir können oder was wir konnten und was wir möglicherweise nicht mehr können. Das ist schon ganz wichtig. Frank und dann Daniel. Ja, wir können eine ganze Menge. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz ergänzen zu Joachims Punkt. Vielleicht hat er das gerade übersehen. Also wir haben jetzt im Moment noch ein Zeitfenster von 8 Wochen, bis der Finanzplan vorliegt, der da natürlich auch den Ausblick für nächstes Jahr hat und den wir natürlich hier auch jetzt mit der Unterstützung von dem Fraktionsgeschäftsführer halt zusammen machen. Ganz klar. Das ist in Arbeit. Also ich wollte nur ergänzen, ich weiß, dass dieser Personalplan, sag ich mal, ja vorliegt. So im Großen und Ganzen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube, dass es einfach jetzt so ein Zeitpunkt ist, wo wir schon einen Großteil auch beschäftigt und eingestellt haben, dass den einfach auch mal jeder, ich sag mal so, für seine Unterlagen nochmal hat. Und dann ist das auch okay. Also ich will euch da gar nicht groß zusätzlich Arbeit irgendwie ans Bein binden. Bitte nicht falsch verstehen. Harald? Besuch. Ist das jetzt virtuell oder ist das ein Hologramm? Schön. Und bin schon wieder nüchtern. Setz dich doch. Ja, danke. Harald ist dran. Okay. Aber die Fraktionssitzung ist öffentlich. Du darfst dich setzen. So. Möchte der Troll sich nicht setzen? Komm, setz dich. Okay. Harald, dann okay. Bitte. Ja, ich wollte zu dem Thema auch noch mal kurz was sagen. Ich bin ja eingestellt worden, damit ich diese Aufgaben, über die gerade diskutiert wird, Finanzplanung 2013, Personalplanung, überhaupt die gesamte Personalverantwortung etc. ja im Auftrage der Fraktion wahrnehme. Da muss man noch mal in aller Ruhe rangehen, weil ich einfach nur mal reinwerfen will, dass es ein Fraktionsgesetz gibt, das auch schon mal mit mehreren Gutachten und Landesrechnungshofs Stellungnahmen versehen wurde, etc. Es gibt um die Fraktionsgelder ja eine ziemlich ausführliche Diskussion. Es gibt auch allerlei restriktive Formulierungen, die vom Landesrechnungshof gebraucht worden sind. Zum Beispiel, wie groß soll das Budget oder kann das Budget für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sein? Zum Beispiel, wie hoch sollten, dürfen, können die Rücklagen einer Fraktion sein. Das Fraktionsgesetz im Rahmen der Rücklagen spricht zwar von 60%, aber das wird im Allgemeinen von allen Rechnungshöfen überhaupt nicht gotiert und für vollkommen abwegig gehalten. Ich will damit einfach nur reinwerfen, ich bin da in dieser ganzen Sache kein Experte. Ja, man kann aber Experte werden, wenn man sich einliest. Man muss ja das insbesondere 2013 ja auch vor diesem Hintergrund sich mal genau angucken. Was stehen an finanziellen Ressourcen zur Verfügung? Was verwendet man dafür für Beschäftigung? Was verwendet man für unterschiedliche Aktivitäten? Ich denke, insgesamt ist es Geld genug, aber dennoch gibt es sicherlich auch Restriktionen, was die personelle Besetzung angeht. Das ist also Wunschbesetzungen werden nicht stattfinden können. Dafür haben wir einfach viel zu viele Ausschüsse. Also ich würde da so auch mal gerne, aber das muss ja jetzt nicht, vorhin war ja von Personalplan die Rede. Also für 2013 sehe ich das selbstverständlich mit als meine Aufgabe, auch schon, wenn es irgendwie in 2012 betrifft, mit an, das mal näher abzuklopfen. Und ich glaube nicht, das möchte ich schon noch mal betonen, dass die Fraktion bisher etwa auf dem Holzweg ist. Ich würde das nicht mit der Situation der Landesregierung vergleichen, weil das ist verfassungsrechtlich nämlich bedenklich, was die Landesregierung macht mit ihrem Haushalt 2013.
2012 und das, was die Fraktion bisher gemacht hat, sehe ich jetzt so nach überschlägigem Eindruck als vollkommen unproblematisch an. So, ich sehe, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Das heißt, wir kommen zum Punkt 7, Streaming. Ich hatte gerade einen Verleser, aber ist egal. Der Punkt ist von Daniel, der ist aber Kai möchte da was zu sagen. Ich übernehme das mal. Daniel ist gerade nicht anwesend. Ich glaube, es ging grundsätzlich um die Frage, warum haben wir gestern nicht gestreamt? Wir haben das in der ersten Sitzung des Tages gestern kurz mal angesprochen, dass wir also einige von uns die Sitzung verlassen werden, wenn nicht gestreamt wird. Das werde ich auch weiterhin so handhaben. Ich denke, wir haben da gestern richtig fett gefehlt. In unserem Blog steht mit Eintrag letzter Woche, dass wir nächste Woche, also Montag, streamen werden. Das hat der Jens Ophira ins Blog gestellt letzte Woche. Von daher ist das mal ein richtig fetter Fail. Ich möchte einfach nur, dass das behoben wird und habe zusätzlich unter 7.1 quasi die Frage aufgeworfen, warum wird eigentlich die Vorstandssitzung nicht gestreamt und würde das einfach mal nur als Frage in den Raum stellen wollen. Genau, weil das ist dann, glaube ich, der letzte Redebeitrag. Daniel, du hast das Wort. Dann doch da. Ne? Ja, ich habe jetzt nicht den Diskussionsstand verfolgt. Insofern ich habe nur gesagt, dass es um gestern ging, dass wir gefehlt haben. Gestern muss es bitte behoben. Okay, gibt's dann nur die, ja, dem schließe ich mich an. Nee, das ging mir darum, dass es behoben wird und dass es nicht wieder vorkommt, weil das scheiße ist. Frank? Ich finde, ich sehe das ein bisschen anders, weil mich würde mal interessieren, wie der Blogbeitrag dann zustande gekommen ist und wie der Blogbeitrag so mit der IT abgesprochen war und so weiter. Ja, oder? Das kann ich beantworten. Wir haben letzte Woche in der Sitzung ganz klar gesagt, wir werden nächste Woche streamen. Und meines Wissens waren auch Teile des Vorstands anwesend. Ja. Ganz konkret. Weil im PET-Protokoll steht es nicht. Okay. Ja? Insofern ist die Frage durchaus berechtigt. Also ich habe die Informationen nicht an Jens weitergegeben. Okay. Wir haben es aber in den Sitzungen eigentlich gesagt. Wir haben es, glaube ich, auch auf der Mailingliste diskutiert. Kann das sein? Ja, Jens hat aus irgendeiner Quelle dann gemacht, wir streamen nächste Woche. Daniel D. Also mir wäre ganz lieb, wenn wir nicht mehr über letzte Woche reden würden oder über gestern. Also ganz deutliches, klares Statement, der Kai hat das gerade schon gesagt, wir sind ja gestern tatsächlich dann gegangen, auch bei dem anderen Arbeitskreis. Das ist blöd für die anderen, das weiß ich, aber ich werde das auch tatsächlich so durchziehen, ich werde an keiner Arbeitskreissitzung teilnehmen. Ich hatte das auch seinerzeit schon mal zu dieser geplanten Arbeitstagung, die möglicherweise irgendwann mal kommt. Auch da hatte ich damals schon gesagt, wenn das eine Arbeitstagung ist, werde ich daran nicht teilnehmen, sofern die nicht öffentlich ist. Für mich ist das alles selbstverständlich, absolut selbstverständlich. Ich hoffe, ich sehe hier einige nickende Köpfe und zustimmende Meinungen dazu. Ich hoffe, dass wir uns da insgesamt einig sind, dass unsere Sitzungen gestreamt werden. Und klar, in der Diskussion ist jetzt auch aufgekommen, die Vorstandssitzungen zu streamen. Ja, unterstütze ich auch, habe ich aber auch selber bislang, bin ich ehrlich gesagt, gar nicht auf die Idee gekommen, leider. Dazu kommt noch, ich sehe jetzt wieder auch den Ansgar hier die Kamera bedienen. Danke Ansgar, aber auch danke Kai, weil der Kai ist derjenige, der den Ansgar hier bezahlt. Also der andere sitzt oben und arbeitet, wie ich glaube fast alle persönlichen Mitarbeiter, wenn ich mich so hier umgucke. Ja, das Gleiche dann auch, Björn, richtig. Also ist die gleiche Thematik, gleicher Sachverhalt. Also ich möchte ganz einfach, dass das geklärt wird. Wir haben mittlerweile unsere Leute für die IT hier und es steht überhaupt nichts im Weg, dass das irgendwie noch länger dauert. Was die Hardware angeht, das ist mir klar, das kann man nicht von heute auf morgen, der Toso hat es glaube ich am Freitag gesagt, die Kameras kann man nicht bei Karstadt kaufen. Ich halte Karstadt da übrigens insgesamt für den falschen Ansprechpartner, aber also just do it und ich glaube, da ist auch wirklich nicht das Problem, da ist Ansgar ja bereit, die Sachen weiter zur Verfügung zu stellen. Lass uns bitte alle Sitzungen, die wir machen, lass uns die bitte streamen und das einfach hier als grundsätzliches Statement so festhalten, dass wir das einfach so tun.
So, jetzt ist der andere Daniel dran, dann der Lukas und dann seid ihr dran. Ich stelle jetzt zwei Anträge. Der erste Antrag lautet, dass unsere Sitzungen, sofern nichts anderes explizit bestimmt wird, und zwar alle Sitzungen, sämtliche Sitzungen gestreamt werden. Sämtliche öffentliche Sitzungen, solange nichts anderes bestimmt ist. Wer ist dafür? Selbstverständlich. Ich stelle das jetzt mal fest. Es kommen noch eine danach. Danach könnt ihr noch weitere stellen. Ja. Sie ist jetzt einfach die Abstimmung sofort. Ich verstehe das nicht. Was denn? Also erst. Steht da in der Satzung? Nein, steht nicht. Dann müssten die Vorstandssitzungen auch gestreamt werden. Werden sie zurzeit nicht. Okay, dann machen wir erst eine Debatte dazu. Okay, soll ich das vielleicht gerade noch präzisieren, was ich meine, nichts anderes bestimmt? Das meint einfach, wenn wir nicht im Vorfeld gesagt haben, diese Sitzung wird nicht gestreamt aus diesen oder jenen Gründen. Wenn wir im Vorfeld nichts gesagt haben, dann gilt der Default, die Sitzung wird gestreamt. Das wäre das, ich verstehe das so. Solange es keine Gründe gibt, die dagegen sprechen, sollten alle Sitzungen gestreamt werden. Das ist meine Überzeugung davon. Da brauchst du nicht mit dem Kopf zu schütteln, das ist meine Überzeugung. Und ich frage mich, wer die teilt. Okay. Dann kommt jetzt Lukas dran. Steht es zur Debatte, dass 50 Cent, ja, super. Steht es tatsächlich zur Debatte, dass wir die Arbeitskreissitzung streamen? Ich würde mal ein kurzes Meinungsbild bitten. Also wer ist dafür, dass wir zukünftig die Arbeitskreissitzung streamen werden? Meinungsbild. Ich möchte ein Meinungsbild. Okay, also. Nee, es ist ein Meinungsbild. Ich weiß nicht, was die Diskussion soll. Ja, es wäre schön und es wäre richtig gewesen, hätten wir das am Montag gestreamt. Und wir werden es einfach beim nächsten Mal machen. Und ja, die IT muss sich noch einspielen. Ja, wir brauchen noch Hardware. Ja, das ist gerade so eine etwas schwierige Phase, das alles zu koordinieren. Und ja, wir machen uns darüber Gedanken. Wie können wir das Streaming vereinfachen? Also ein großer Schritt nach vorne wird sein, wenn wir diese 360-Grad-Kamera haben, dann ist nämlich eine Person, die dann da sitzt und schwenkt, ist dann quasi hinfällig, weil momentan ist es so, wenn wir Tristan oder Daniel von der IT hier hinsetzen, dann ist es ein ziemlich gut bezahlter Kameraschwenker. Und das muss uns auch bewusst sein, dass... Was ist Ansgar? Nein. Wie viel ist gut bezahlt? Nein. Damit möchte ich nicht Ansgar diskreditieren oder so, aber es ist tatsächlich eine Arbeit oder die Arbeitskraft, die Leute hier reinstecken in der schwenkenden Kamera, wäre woanders sinnvoller angebracht. Okay. So, insofern... Okay, dann jetzt Frank, dann Dietmar, Moni... Ja, ich weiß jetzt nicht, was hier, ob das Thema Vernunft, weil ist ja alles und alle so, yeah. Ich meine, hier ist doch keiner gegen Streaming. Ja? Aber solche Nummern wie gestern von wegen Twittern, ich gehe jetzt raus, hier ist kein Stream und irgendwo stand es auf dem Blog. Es gibt keine zentrale Stelle, wo es stand. Es gibt ein Pad, es gibt einen Blog, es gibt eine Mail, es gibt 1000 Stellen, wo irgendwas stehen kann. Wer hat denn die Aufgabe, hier überall zu suchen, wo irgendjemand was reingeschrieben hat, was beachtet werden soll? Das ist doch Quatsch. So, es gab also keine konkreten Beschluss bei der letzten Sitzung, wo wir die Arbeitskreissitzung gestern gesprochen haben, dass dann Streaming ab gestern stattfindet. Insofern fand ich auch das Theater mit dem Gehen. Punkt. So. Die Gründe, warum noch kein eigenes Equipment hier ist, jetzt nochmal und nochmal und nochmal wieder hochzukochen, brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Gut. Jein. Also für mich ist halt hier so ein Unterton dabei, aber da kann ich mir jetzt auch auf die Zunge beißen und den Rest verkneife ich mir. So, dann Dietmar und dann... Was? Nö, kommst auf die Liste. Dietmar, achso, du hast zurückgezogen? Dann jetzt bitte Moni und dann Oliver. Ja, nur um mal eben zu sagen, wie der Stand der Dinge ist. Ich habe jetzt eine Auftragsbestätigung hier für
ein Notebook. Also wir hoffen, dass wir das tatsächlich jetzt bis nächste Woche geregelt haben. Die IT hat sich da gestern dran gegeben und hat Sachen bestellt. Dann ergänze. Ich weiß nicht, wer halt jetzt entschieden hat oder warum IT nicht hier sitzt. Die sollte eigentlich hier sitzen. Ich kenne keine andere Absprache, warum die nicht hier sind. Ja, vielleicht hat es ihnen keiner verraten, dass sie hier sitzen sollen. Die waren hier. Warum er nicht hier ist, ich weiß es nicht. Also gab ganz klare Regelung eigentlich für heute für die Sitzung. Warum das nicht befolgt wird, keine Ahnung. So, dann Oliver. Ja, ich möchte das gar nicht in die Länge ziehen, aber trotzdem kurz erwähnen, warum ich bei Daniel Schwerts Antrag nicht aufgezeigt habe und bei dem Meinungsbild schon. Arbeitskreise Stream, die liegen ja klar auf dem Montag und das lässt sich sicherlich organisatorisch perfekt einrichten, dass das funktioniert. Bei dem anderen kann ich leider nicht zustimmen, bevor nicht praktisch geregelt ist, dass das auch funktioniert. Wenn wir zum Beispiel vor der Ausschusssitzung eine Stunde vor der Ausschusssitzung oder auch zwei ein Treffen einberaumen, wo auch wirklich 4, 5 Abgeordnete anwesend sind, dann ist das eine Sitzung nach der Definition, glaube ich, die öffentlich gestreamt werden müsste. Dann muss aber auch natürlich die Möglichkeit da sein, das auch wirklich zu streamen. Und bevor ich habe nicht die Kraft und die Mittel, zusätzlich zur Arbeit für dieses Treffen, Tagesordnung, Themen festlegen, Themen vorbereiten, dann auch noch mich darum zu kümmern, dass das Streaming-Zeug da ist. Das heißt, dann müsste ich mit meiner Anmeldung für den Raum gleichzeitig die Anmeldung für Streaming machen und dann muss das Streaming vor Ort sein, wenn ich in den Raum komme. Wenn das funktioniert, dann ist das kein Problem. Aber ich sehe eigentlich auch praktisch, selbst dann, wenn wir Streaming-Hardware haben, nicht gegeben. Daniel D. und dann kommt Ingo dran. Also Frank, die Diskussion hatten wir schon die Woche davor geführt. Also ich hatte zwar eigentlich gesagt, jetzt nicht über Vergangenheit, weil im Prinzip ist das unsinnig, aber ich will das so nicht im Raum stehen lassen, weil es nicht richtig ist. Die Diskussion hatten wir schon bei den konstituierenden Sitzungen dieser Arbeitskreise, dass sehr viele Mitglieder der Fraktion der Meinung waren, dass selbst die, die in der Tat recht inhaltslos waren, schon hätten gestreamt werden müssen. Insofern war es schon verwunderlich, dass eben Montag da weiter nichts passiert ist. Und um das klarzustellen, da greife ich niemanden irgendwie aus dem Fraktionsvorstand oder sonstiges irgendwie an. Wir haben mittlerweile dafür die Mitarbeiter in der IT, auch wenn ich Lukas da ein Stück weit verstehe. Natürlich verdienen die auch ein gutes Geld. Hey, aber der Ansgar auch. Und ich bitte einfach darum, dass der Ansgar das künftig nicht mehr macht und eigentlich auch das Protokoll, dass es eben nicht durch einen persönlichen Mitarbeiter geführt wird. Also wenn man das mal macht, ist das alles irgendwie unproblematisch, aber ich glaube, die Nummer ist jetzt auch irgendwann durch. Ich persönlich werde auch dem Kai empfehlen, den Ansgar dafür nicht mehr freizustellen. Was mit der Technik ist, das ist mir relativ egal, aber das wäre meine persönliche Empfehlung. Ich würde es auch mit meinem Mitarbeiter nicht weitermachen. Also das sind einfach ganz viele Arbeitsstunden, die dafür vergehen, die sicherlich auch irgendwie sinnvoll, sage ich mal, genutzt werden können. Dafür haben wir genug Mitarbeiter, glaube ich, in der Fraktion. Ob jetzt hier der Tristan oder der Daniel die Kamera schwenken müssen, weiß ich nicht. Das kann eigentlich auch so theoretisch durchaus jeder andere machen. Ich habe ins Protokollpad gerade versucht, das in Worte zu fassen, was Daniel vorhin auch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das so deiner Meinung so entspricht, würde ich dich bitten, gleich mal reinzugucken, dass wir auch einen Text vorliegen haben, über den wir sonst abstimmen können. Ingo und dann Kai. Also wenn ich jetzt versuchen wollen würde, die letzten Minuten zusammenzufassen, sind wir uns doch eigentlich alle einig. Stream ist wichtig. Gut. Dann würde ich vorschlagen, über die Umsetzung, wie wir dieses Ziel erreichen, dass wir das irgendwie jetzt nicht in dieser Riesenrunde hier thematisieren, sondern vielleicht eine kleine Hurra-Arbeitsgruppe gründen. Ich biete mich auch selber an, da mitzuspielen. Zusammen mit Ansgar würde ich vorschlagen, vielleicht noch einer von der IT und dann noch ein MDL. Und zu viert ziehen wir uns mal irgendwie zurück, diskutieren das, welche Lösungen wir da finden könnten und erarbeiten ein Konzept und stellen das dann hier vor. Und dann können wir abnicken oder sagen, nee, nochmal. Aber das ist, glaube ich, effektiver als jetzt hier in großer Runde da immer wieder die gleichen Runden zu drehen.
wäre mein Vorschlag. Kai und dann Robert. Nur kurz an Oliver Bayer, also wenn du das gestern irgendwie so verstanden hast, dass wir dir da irgendwas wollten, Olli, dann tut mir das leid, das war nicht so gemeint. Wir hatten nur ganz klar vorher gesagt, wenn ihr nicht gestreamt wird, werden wir dann an der Sitzung nicht teilnehmen und dementsprechend haben wir das getan. Das hat mit dir da gar nichts zu tun. Okay, ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, den Oliver gesagt hatte. Ich halte ihn nämlich für sehr wichtig. Es kann durchaus mal Situationen geben, wo parallel durchaus Arbeitskreise sogar tagen, aus kurzfristigen Anlässen heraus. Und da, ja, doch, natürlich kann das passieren. Ja, natürlich sind das Einzelfälle. Um da vielleicht unserem Anspruch gerecht zu werden, möchte ich deswegen anregen, dass wir neben der 1-Teamkamera vielleicht auch Audioaufzeichnungsgeräte zur Verfügung stellen, damit man im Fall wenigstens Audioaufnahmen dann von den Sitzungen tätigen kann und online stellen kann. Danke. So, dann Toso, dann Daniel S., dann Dietmar und dann Olaf. Ich möchte Ingo mehr als beipflichten. Wir sind uns einig, wir brauchen das Streaming. Wir sind uns einig, dass wir es jetzt nicht sofort lösen werden. Wir sind uns einig, dass das bis jetzt zu lange gedauert hat. Wir sind uns aber vielleicht auch einig, hoffe ich, dass das, was Ingo vorgeschlagen hat, der gangbare Weg ist, ohne jetzt noch Stunden darauf zu verschwenden in diesem großen Kreis. Also ich stelle mich jetzt lieber die nächsten 3 Tage da zur Verfügung, da ein Konzept auszuarbeiten, als hier jetzt in der großen Runde dann noch stundenweise zu diskutieren. Daniel S., dann Dietmar, dann Ola. Was mein Antrag angeht, das war, der ist so ein bisschen aus dem... Ja, der ist ein bisschen aus den Augen. Ich hätte gerne, dass wir den abstimmen, aber nichtsdestotrotz, Daniel hat da so einen Formulierungsvorschlag, der das vielleicht ein bisschen präzisiert, was ich mit Sitzungen meine. Nicht jedes Treffen von irgendwelchen Leuten, also Olli, das war jetzt nicht unbedingt gemeint so, dass wenn ich mich jetzt mit ein paar Leuten zusammensetze, dass dann automatisch gestreamt, das ist nicht das, was ich unter Sitzung verstehe. Na, also ansonsten müsste ich auch in meinem Büro eine Kamera installieren und das alles mögliche, wenn irgendeiner rein... Ach so, dann bin ich ja beruhigt. Aber sondern mir geht es darum, solche Sachen, die wirklich turnusmäßig, die anberaumt sind und so weiter, dass die immer, also sozusagen als Default, grundsätzlich gestreamt wird. Dass ich hatte das so angenommen, das sei Konsens, das ist es offenbar nicht. Und diesen Konsens, ja, aber diesen Konsens, den möchte ich einfach abfragen. Und dann machen wir das doch jetzt. Ja, das also es geht nicht darum, ob sich 5 Abgeordnete vor einer Ausschusssitzung nochmal zusammen besprechen, sondern es geht um die Sachen, die regelmäßig, turnusmäßig, wie du es gerade gesagt hast, gemacht hast. Es geht um die Fraktionssitzung und die AKs. Vorstandssitzung auch, okay, und die AKs. Das heißt, dann stimmen wir das jetzt ab. Wer möchte, dass es grundsätzlich gemacht wird, es sei denn, es gibt aus personellen Dingen oder Ähnliches eine Ausnahmeregel. Wer kann damit leben? Der sagt jetzt, heb bitte die Hand. Wollen wir eine namentliche Abstimmung? Ja, wahrscheinlich. Ja, sicher. Abstimmung muss jetzt klar. Ich glaube, Olaf hat... Also Olafs Antrag steht da schon, weil Frank gerade bemerkte, dass der irgendwo schriftlich stehen muss. Danke. Wir stimmen gerade über Olafs Antrag. Ja, genau. Ich habe ihn meinen nie gestellt. Ja, das ist aber das... Wer enthält sich? Lukas? Ist jemand dagegen? Dannebot. Nein, damit ist das angenommen, also das, was du mündlich formuliert hast und was Olaf schriftlich formuliert hat im Pad. Okay, von Ingo noch mal kurz die Rückfrage. Es soll ja diese Arbeitsgruppe gebildet werden. Wer gehört dazu? Also die IT natürlich, ne? Dann unser Pressesprecher, habe ich gehört. Wer ist? Toso macht da auch gerne mit. Und Lukas. Ich glaube, das reicht, weil noch mehr, dann wird es wieder
fluffig. Gibt es noch Bedarf, die Redebeiträge Dietmar, Olaf zu dem Thema zu stellen? Nein, dann möchte Daniel auch nicht. Dietmar, möchtest du da noch was zu sagen? Ja, die Diskussion ist so alt wie die Fraktion. Ich blättere gerade in Protokollen vom Mai diesen Jahres. Ich habe hier gerade ein Protokoll auf vom 21.05. Kein Thema, Stream wird gemacht, aber irgendjemand kümmert sich und das läuft so. Der entscheidende Punkt ist für meine Begriffe, und das ist ein ganz klares Kriterium, wie auch immer wir jetzt identifiziert haben, dass wir eine IT haben, die sich darum kümmern muss, und die haben wir nicht seit gestern und die haben wir auch nicht seit Freitag. Wir diskutieren Stream in fast jeder Sitzung. Es muss hier mal ganz klar irgendjemand mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, jetzt kümmert sich mal jemand. Das ist ganz einfach so. Ich glaube, du hast gerade nicht zugehört. Wir haben gesagt, dass sich gerade eine Arbeitsgruppe gebildet hat. Ich will dazu was sagen. Die IT haben wir seit einer Woche. Ich will dazu was sagen. Seit Mai. Was? Die IT haben wir seit einer Woche. Ja, ich will jetzt trotzdem noch was zu sagen. Ich höre jetzt wieder, dass hier Kräfte innerhalb der Fraktion oder auch auf Mitarbeiterebene gebunden werden, abgezogen werden, die wirklich damit gar nichts zu tun haben. Ehrlich gesagt gar nicht. Warum muss sich ein Toso, abgesehen davon, dass er es vielleicht gerne tut, oder ein Lukas, wir sind hier, um Politik zu machen, uns nicht um Stream zu kümmern. Ja, das ist alles schön, aber darum geht es doch gerade, Leute. Weil ich mir vorstelle, dass das eine Sache von ein, zwei Stündchen ist, das da zu planen. Also, das wird kein... Ingo? Aber ich würde das dann auch beenden. Ich möchte einfach nur anbieten, dass ich dann jetzt den Hut mir aufnehme und in absehbarer, kürzester Zeit eine Lösung finde, zusammen mit den Kollegen, die bereit sind, mitzuspielen in dieser Arbeitsgruppe. Das ist schlecht. Gut, nachdem wir jetzt alles abgestimmt haben, Arbeitsgruppen gebildet haben und ich denke auch alles dazu gesagt ist, beenden wir Top 7. Und nein, Daniel möchte noch ein Schlusswort sagen, bevor wir die Pause machen. Wir können das noch nach der Pause machen. Ich habe noch ein Meinungsbild einzuholen. Wer von euch ist denn der Meinung, dass das bis nächsten Dienstag realisierbar ist, das Streaming? Technisch? Ja. Montag. Meinetwegen, bis Montag zu realisieren ist. Dann ziehe ich mein Angebot zurück. Montag halte ich in Anbetracht der Plenarsitzungen für unrealistisch. Okay. Die Bestellung läuft ja. Es ist ja nicht so, dass wir bei null sind. Also wer von euch ist der Meinung, dass morgen die Post kommt? Ja, also, ich habe jetzt die Auftragsbestellung. Bin ich der Meinung? Wann ist denn das bestellt worden? Gestern? Wir haben doch eine Kamera, da steht sie doch. Es geht doch darum, die kann er doch, die verleiht er doch, bis die Kamera kommt. Es geht ja darum, dass es... Das tun wir nicht, okay. Ansgar, leiste uns die Kamera, bis unsere Kamera kommt? Ja. Nein. Danke. Moment mal, wir sollten nicht bei den Teilfragen. Okay. Ich frage weiter. Das ist doch Ansgar. Nee, das ist Ansgar. Okay, dann. Okay. Na? Ja, könnte sich als unloyal... Gibt es denn jetzt wirklich noch... Du hast eine klare Ansage gemacht. Ja, aber das ist 6 Wochen her. Ja, genau, eben. Das ist nämlich 6 Wochen her. Ich möchte jetzt mal eine Frist setzen, bis wann das funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert... Die hatte ich schon gesetzt, die ist vor 3 Wochen abgelaufen. Ja, okay. Deswegen setzen wir jetzt eine und dann machen wir das doch bitte offiziell und dann hat das anschließende Konsequenzen. Und jetzt wird die Frist versäumt. Was dann? Das werde ich als nächstes vorschlagen, sobald ich das... Nein. Hör mal, ihr Arschlöcher, lass mich mal ausreden hier. Okay, lass den Daniel bitte mal ausreden, auch bei der netten Ansprache, die wir gerade gehört haben. Nee, ich komme nicht runter. Mein dritter Antrag ist nämlich, dass ich, oder mein Meinungsbild ist, dass ich nämlich eigentlich dann dafür bin, dass wenn nach dieser Frist immer noch kein Streaming gewährleistet ist, dass wir uns so lange nicht mehr treffen. Keine Fraktionssitzungen, keine Anträge. Auflösung der Fraktion. Ne, also es geht mir einfach darum, dass es irgendwelche Konsequenzen haben muss. Denn ohne Konsequenzen passiert überhaupt nichts hier. Das ist der reinste Kindergarten. Das ist mir egal, aber die Gelegenheit, was dagegen zu unternehmen, ist gewesen. Was muss denn noch passieren? Mir fehlen vielleicht die Worte, wie ich das sagen soll. Gelegenheit ist gewesen, die Technik hätte bestellt werden können, meinetwegen ist sie nicht da, wir haben ja Technik, die kriegen wir gegebenenfalls ausgeliehen, dann organisiert man das Streaming. Aber jetzt noch zu diskutieren, ob wir Ausschuss- oder Arbeitsgruppensitzungen überhaupt streamen oder nicht, das ist sowas von Banane.
Das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Entschuldigung, dass ihr wieder was abkriegt, aber eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit. Deswegen habe ich genau diesen Beschluss hergestellt. Ich bin auch der Meinung, dass man durchaus sagen kann, ab Montag wird gestreamt. Und wenn Montag nicht gestreamt wird, dann finden diese Veranstaltungen nicht mehr statt. Also es ist ja schon de facto so, dass sich einige Leute da rausziehen und dann machen wir es eben einfach generell so. Also ich entscheide jetzt, dass ab Montag gestreamt wird und wenn ich hier selber mit meinem Telefon sitze und streame, keine Ahnung. Also ab Montag wird gestreamt und damit möchte ich das Thema gerne abschließen und da die 90 Minuten um sind, eine Pause machen bis 15.30 Uhr. Danke. Wer da drauf schreiben darf oder der Vorstand. Aber mal so finde ich nicht so schön. Ursache dieser Anmerkung ist, wir haben in der Fraktionssitzung darüber abgestimmt, ob die Mitarbeiter darauf schreiben dürfen. In der Vorstandssitzung ist darüber abgestimmt worden, ob Teile des Vorstandes des Landesverbandes auf der Liste schreiben dürfen. Finde ich inkonsequent. Daniel? Also ich habe es in den Protokollen hier nicht gefunden und dann ist mir der Link geschickt worden, dass das in der Vorstandssitzung gemacht worden ist. Ich hatte es von hier nicht in Erinnerung, was ich immer als fehlerhaft auch durchaus begreifen kann. Ich hatte es, wie gesagt, hier nicht in Erinnerung, weil ich mich da sehr darüber aufgeregt hätte, weil ich die 20-Piratenliste halt auch als diese 20-Piratenliste sehe, plus Mitarbeiter, halt alles, was hier in der Fraktion läuft, sowohl die beiden Landesvorstände wie auch den Pressesprecher des Landesvorstandes, arbeiten hier und sind hier nicht tätig. Deshalb halte ich das nicht für sinnvoll, dass Sie ja Schreibrechte haben. Weil das, also dass Sie das als eigentlich als schlecht für die Partei ansehen, wenn gewisse Diskussionen auf der 20er-Liste stattfinden. Der Auslöser für diese Diskussion, warum ich da mehrmals drauf angesprochen bin, war ganz klar die Beschneidungsdebatte. Da hätten sich sehr viele Leute gewünscht, wenn die nicht öffentlich gewesen wäre. Das nur mal so als Einwurf von Kritik, den ich von Parteimitgliedern bekommen habe. Es ist natürlich immer schwierig, es wird sich natürlich keiner, hat sich gemeldet und hat gesagt, wir fanden das gut, dass es auf der 20er-Liste gelaufen ist. Deswegen eine Abschätzung ist es nicht. Mein Gefühl sagte mir nur erstmal, hui, sind aber eine Menge Leute, fanden das nicht gut, dass das öffentlich gemacht wurde. Dirk? Also man kann sich bestimmt darüber streiten, bei gewissen Themen, was öffentlich sein sollte und was nicht. Aber eine innerliche Diskussion nicht öffentlich zu führen, das widerspricht da, glaube ich, allen Prinzipien, die wir hier in der Partei haben. Und dann ist derjenige, der das sagt, glaube ich, auch falsch hier. Also eine nicht öffentliche Debatte, also ich meine, was ist das für eine Debatte? Soll ich die zu Hause mit mir selber führen oder... Moni? Ja, ich würde in dem Zusammenhang auch gerne wissen, also ich stehe da auch häufig vor dem Problem und weiß nicht, wohin. Und ich weiß auch nicht, ob ich das tatsächlich alles auf die 20-Piraten-Liste schmeißen soll, was ich hier morgens um 7:30 finde, weil als Piratenfraktion geht halt alles an mich. Und ich mache dann immer nur weiterleiten. Und ich bin gar nicht sicher, ob das nicht der eine oder andere auch als Spam empfindet, was ich da weiterleite. Aber es nicht zu tun, finde ich halt auch schwierig. Also ich bräuchte da irgendwie auch... ja, so ein Tipp, dann weiß ich auch nicht, an welche Liste und leite ich es und die meisten interessiert es überhaupt nicht, aber mir ist es dann auch zu viel Arbeit, genau zu gucken, mir alles genau durchzulesen und zu sagen, der oder der könnte sich dafür interessieren, also die Zeit habe ich einfach auch nicht. Ja, das ist richtig, dass da unter Umständen viel entsteht, das ist aber auf jeder Liste so. Ansonsten müssen wir halt noch weitere Listen einführen. Wenn wir sagen, wir wollen sowas wie 20 Piraten als Verlautbarungskanal, sage ich mal, den Leute folgen, um mitzukriegen, was so läuft, dann wäre das sicherlich ein Grund zu sagen, lass uns da nicht jeden Mist draufschmeißen. Aber es soll ja auch gerade eben, es soll ja der Diskussion uns untereinander, also für uns untereinander dienen, aber jeder kann mithören. Dass wir natürlich über allen möglichen Scheiß diskutieren, weil das ja auch Fakt ist, den nicht immer jeder Einzelne interessiert, das ist dann, ja, PP, persönliches Pech. Toso? Ich hatte schon vor einigen Wochen, etlichen Tagen,
mit dem Kaimi zum Beispiel darüber gesprochen. Der hatte da auch ein neues Konzept sich mal ausgedacht. Es ist im Moment für mich zumindest so, dass ich unsere Listensituation für nicht übersichtlich halte. Also ich fände es zum einen sinnvoll, wenn wir vielleicht eine 20-Piraten-Info-Mailing-Liste hätten, wo wir nur über Termine informieren oder Gegebenheiten informieren, wo aber keine Diskussion stattfindet, ähnlich der NRW-Info. Also ich finde, das Konzept hat sich im Landesverband ganz gut bewährt. Das könnte ich eröffne, wieder eröffne die Sitzung. Wir kommen zu Top 8, Nutzung der Listen. Und zwar geht es um die öffentliche und die interne. Regelwerk, wann welche? Top 8 ist von Daniel. Bitte. Entschuldigung. Ja, es tut mir echt leid, aber auch das ist offenbar nötig, das mal wieder zu definieren. Was wollen wir auf die öffentliche Liste tun und was tun wir auf die Fraktionsliste? Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Threads geworfen werden auf die Fraktionsliste oder da stattfinden, die da nicht hingehören. Auch da habe ich eigentlich so den Wunsch, das immer alles da, also so eine Art Default herzustellen. Default ist die 20 Piratenliste und nur wenn es wirklich Gründe gibt, ne, so dieses, wie hieß es, grundsätzlich, wenn es Gründe dafür gibt, auf die Fraktionsliste zu gehen, ob da Konsens herrscht oder dann möchte ich das einfach mal so in den Raum stellen, dass wir genau so vorgehen. Olaf? Das ist mein persönliches Handling, so handhabe ich das. Schicke ich es erstmal nur an die Fraktion. Damit ist noch kein Kind in irgendeinem Brunnen gefallen. Man kann das nachher immer noch auf die andere Liste crossposten. Daniel? Ja, ganz kurz, also was die Zugriffe angeht, ja, weiß nicht, also wir haben es nicht mehr in einem anderen Protokoll gefunden, wenngleich ich ja auch angeregt hatte, so zu verfahren, wie es dann letzten Endes auch entschieden wurde, was ich auch nach wie vor für richtig halte. Ich möchte keine weitere Mailingliste, weder eine Diskussionsliste mit dem Landesverband, noch eine Infomailingliste oder sonstiges. Ich kann das, glaube ich, auch begründen. Eine Infomailingliste, die, gut, ne? Ich denke, eine Infomailingliste haben wir, in Anführungszeichen, dass da sehe ich nämlich unseren Blog eigentlich so, der diese Aufgabe so ein bisschen übernehmen sollte und übernehmen kann. Mit dem Vorteil, dass in dem Blog tatsächlich auch noch Anmerkungen gegebenenfalls gemacht werden können. Also ich sehe jetzt da tatsächlich nicht den tieferen Verwendungszweck. Wichtiger wäre mir die zweite Sache, eine Mailingliste, wo ich sag mal, jeder Schreibrecht drauf hat. Wenn wir sowas etablieren und machen, werden wir die anderen Mailinglisten, die wir im Landesverband haben, damit ja nicht nur konterkarieren, sondern letzten Endes ad absurdum führen, sage ich jetzt einfach mal. Also relativ schnell wird diese öffentliche Liste zu einer sehr stark frequentierten Liste, was ja im Grunde erstmal nicht schlecht ist, aber die politische Diskussion wird dann ausschließlich auf dieser Liste geführt und eben nicht mehr da, wo sie aus meiner Sicht eigentlich hingehört, nämlich auf den Mailinglisten des Landesverbandes. Also da spreche ich ganz klar dafür aus, dass wir eben stärker auch die Mailinglisten des Landesverbandes nutzen, wenn wir eben politische Themen in irgendeiner Form forcieren wollen. Der ein oder andere macht das ja bereits, wobei auch da anzumerken ist, das Feedback ist ja nicht immer allzu groß. Aber das ist ein anderes Problem. Oder konstruktiv. Also von mir aus wirklich die Bitte, keine weitere Mailingliste. Wir haben die 20 Piratenliste, das ist die Standard-Mailingliste, die wir verwenden sollten. Die Fraktionsliste, die interne Liste, sollte wirklich nur für ganz besondere Zwecke, wenn es eben personelle Dinge oder was weiß ich nicht, irgendwelche geheimen Informationen quasi betrifft, dann tatsächlich dazu genutzt werden. Und ich glaube, das war eigentlich auch so schlecht gar nicht bislang fahren. Also das funktioniert ja eigentlich gar nicht so schlecht. Olaf, dann Daniel. Ich finde das, was der Joachim gesagt hat, sehr gut. Ich mache das eigentlich, oder die Sachen, die ich auf die Liste poste, wenn ich mir nicht sicher bin, mache ich es auch lieber erstmal auf die interne, also auf die externe, ist genau der Grund. Das kann ich korrigieren, das andere kann ich nicht korrigieren. Was ich aber jetzt auch schon mehrmals bei anderen mitbekommen habe und was auch mit mir passiert ist, ich hätte gerne eine Rückfrage von denen, die das dann auf die
wenn ich als etwas auf die Fraktionsliste setze, dass ich zumindest mal gefragt werde, warum ich es gemacht habe. Und nicht, dass ich dann das Ding plötzlich auf der 20er-Liste sehe und nur mit der Sache, warum ist das auf der internen gelandet, ich mache es mal öffentlich. Man weiß manchmal den Gedanken nicht, man kann den Leuten dann auch die Diskussion verwehren, das ist völlig in Ordnung, was man sagt, auf dieser Liste diskutiere ich nicht mit dir darüber, wenn du das nicht öffentlich machen willst, aber man sollte dann die einzelnen Mails bei der Entscheidung dessen lassen, zumindest mal mit den Personen eine Rücksprache halten, warum das auf die interne und nicht auf die externe gegangen ist. Ich bin gerade komplett aus dem Pad rausgeflogen, Robert auch. Geht das noch anderen so? Ja. Okay. Gibt es noch Moni? Ja? Ja, könnt ihr mir dann freundlicherweise eben, Entschuldigung, mir vielleicht auch sagen, ob ich da weniger weiterleiten soll oder ob das für euch okay ist, wenn ich alles, was ich bekomme, einfach auf die 20 Piratenliste schmeiße, also... Erst Daniel und dann der andere Daniel. Jetzt haben wir viel diskutiert, aber ich merke nicht, dass wir irgendwie einen Konsens oder ne, der eine macht es so, der andere macht es so. Das bedeutet also, dass wir in Zukunft wieder so machen, wie er das für richtig hält. Oder, ne, also, der eine, also ich höre hier manche sagen, erstmal sicherheitshalber auf die interne, dann auf die externe. Ich würde es genau andersrum handhaben unter dem Risiko, ja, nachher vielleicht mal irgendwie zu viel als zu wenig gesagt haben, einfach weil das mein persönlicher Anspruch ist. Und was das angeht, das habt ihr ja vielleicht schon bemerkt, mehrfach habe ich das gemacht, auf der Fraktionssitzung, auf der Fraktionsliste in so einem Thread genau diese Frage zu stellen, warum findet das jetzt hier statt? Da habe ich nie eine Antwort drauf bekommen. Das habe ich jetzt dreimal oder sowas gehabt. Der Thread hat dann geendet. Und das ist mir dann persönlich auch zu wenig. Ne? Also soll ich dann hingehen und das einfach auf die 20-Piraten-Liste kippen, weil ich der Meinung bin, da gehört es hin? Oder traut man sich dann plötzlich nicht mehr zu schreiben? Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, so richtig zusammen sind wir nicht in dem Punkt. Der andere Daniel? Ich wollte nur auf Moni ganz kurz eingehen. Ja, ich empfinde das teilweise als Spam, weil ich vielfach halt dann auch schon die Mail gleichzeitig noch irgendwo bekommen habe. Aber ich denke, das lässt sich einfach nicht anders lösen, als dass du das quasi dann ungefiltert auch weitergibst. Ich glaube, mit dem Klick auf Löschen, Verschieben oder was auch immer jeder mit seinen Mails tut, das können wir leider nicht anders irgendwie handeln. Und Daniel, ja, du hast recht. Also ich sehe da auch tatsächlich einen gewissen Konflikt, in Anführungszeichen. Aber ich weiß nicht, wie wir den so richtig lösen. Also ich bin da meinungstechnisch ganz bei dir, das weißt du ja auch. Also aber ich... Robert? Ja, also ich bin meinungstechnisch auch bei Daniel und Daniel. Wollte aber noch einmal korrigieren sagen, gerade bei dem letzten Thema, ich habe zwar nicht die Ausgangsmail geschrieben, habe ich aber durchaus dir zugestimmt. Also du hast eine Reaktion erhalten auf jeden Fall, dass ich so dass wir gar nicht reagieren. Ja, ja. Also nur diesen Eindruck wollte ich auch hier entgegenwirken, weil das halt leider in der Blackbox gerade geschieht. Also es ist durchaus so, dass wir uns da Gedanken machen und nicht einfach alles unkommentiert dort versanden lassen. Also mehrfach vorgekommen, dass mein Mitarbeiter dann instruiert wurde von anderen. Ich mag da jetzt nicht nachfragen, warum das passiert ist. Ich möchte halt einfach nur sicherstellen, dass in Zukunft die persönlichen Mitarbeiter von keinem anderen hier Befehle entgegennehmen dürften oder sollten als von dem Abgeordneten, für den sie arbeiten. Das ist das eine. Und zum anderen möchte ich die Veranstaltung gestern nochmal hinterfragen. Wir hatten morgens kommuniziert, dass diese Versammlung, die da stattfinden wird, so angelegt sein soll, dass den Mitarbeitern im Prinzip auf die Sprünge geholfen werden soll, wie sie ihrem MDL quasi beispringen können. In der Kommunikation im Nachgang und im Gespräch mit dem Ansgar stellte sich das etwas anders dar, dass es eigentlich nur um den Haushalt ging. Und der Ansgar sagte letztendlich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier eigentlich sollte. Ich möchte nur mal Klarheit haben, was da gestern genau gelaufen ist, was da genau passiert ist in dieser Sitzung und ob es da ein Problem in der Kommunikation vorher gab oder eben nicht. Ja, okay, wenn du mir das Wort erteilst. Also die Idee war natürlich, die Fraktion als Team so ein bisschen
zusammenzuschweißen und einander vorzustellen. Deswegen galt gestern ausdrücklich die Einladung auch für die persönlichen Mitarbeiter. Und die wird auch in Zukunft dafür gelten, weil der persönliche Mitarbeiter ja dem Abgeordneten zuzuarbeiten hat, auch in seinem Fachbereich, und dann eben da auch mit dem Referenten eng zusammenarbeiten muss. Dass das gestern mehr um das Haushaltsthema gegangen ist, lag einfach an der aktuellen Situation, die wir momentan gerade haben. Aber im Prinzip halte ich es für sinnvoll, die Fraktion und die persönlichen Mitarbeiter zu manchen Terminen zusammenzurufen. Ja, das halte ich auch für sinnvoll. Das hätte man aber meiner Meinung nach für gestern schon auf dem Schirm haben können, und da hätten persönliche Mitarbeiter nicht unbedingt dabei sein müssen gestern. Also für die Zukunft natürlich ja, sehr gerne, aber für gestern war es halt eher uninteressant, meine Meinung. Hier ist so ein Time-Lag bei diesem Knopf. Also um das nochmal kurz zu erläutern, wir haben ja vorher in diesem Kreis und auch im Vorstand darüber gesprochen, über diese Abstimmungssitzung. Das soll sowas wie ein Jourfix sein, wöchentlich. Und ich möchte auch nochmal ausdrücklich betonen, das ist im Grunde von der Verantwortung und Zuständigkeit her das Jourfix für die Referentinnen und Referenten, weil die nämlich die Ausschussarbeit unter anderem zu verantworten haben. Keineswegs ja, ist das eine Runde, wo, sage ich jetzt mal, Aufgaben, jetzt jedenfalls nicht von meiner Seite, Aufgaben übertragen werden an persönliche Mitarbeiter. Das ist klipp und klar, und ich denke, da sollten auch gar keine Fragen aufkommen. Der persönliche Mitarbeiter ist dem Abgeordneten zugeordnet und nicht der Fraktion. Ja, die Fraktionsmitarbeiter, die haben einen anderen Status. Nur, es ist natürlich wünschenswert, und das soll eine offene Sitzung, ein offenes Jourfix sein. Es ist immer wieder wünschenswert, wenn persönliche Mitarbeiter logischerweise in Abstimmung mit dem jeweiligen Abgeordneten da aufkreuzen können. Und gestern ging es, muss ich jetzt doch noch mal auch ergänzen, beileibe im Schwerpunkt gar nicht um den Haushalt, sondern im Schwerpunkt, also vielleicht ist das jetzt gerade durcheinander geraten, im Schwerpunkt ging es um die Regierungserklärung. Und da war es ging überhaupt nicht um den Haushalt. Ne? So, und da hätte ich nämlich Verständnis dann auch für. Es ging um die Regierungserklärung, und wir hatten gestern eine schöne, also es war eine ganz konstruktive Sitzung, die war wirklich gut. Und wir hatten die schöne Situation, da wir in bestimmten Bereichen noch gar keine Referentinnen und Referenten eingestellt haben, dass persönliche Mitarbeiter stattdessen Aufgaben übernommen haben, also für den Fachbereich, ja, dem sie sich auch zugehörig fühlen, für den Fachbereich bis morgen Mittag für die Regierungserklärung was zuzuliefern. Das war eigentlich eine ganz fruchtbare Sache. Aber ich möchte das auch noch mal betonen, ich sehe das genau, also es hat keinen Sinn, jetzt Fraktionsbeschäftigte und persönliche Mitarbeiter miteinander zu vermischen. Das geht gar nicht. Das müssen wir tatsächlich auch sauber auseinanderhalten. Nur es überschneiden sich die Aufgaben, und es ist ein Optimum, wenn ein Team, sage ich mal, zwischen dem jeweiligen Sprecher eines Bereiches als Abgeordneter und dem verantwortlichen Referenten und dem persönlichen Mitarbeiter, wenn da ein Team entsteht, weil irgendwie haben die ja immer wieder miteinander zu tun. Aber die Abstimmungssitzung ist eigentlich von vornherein nur für Referentinnen und Referenten. Wenn der persönliche Mitarbeiter will und kann, okay. Nico, und dann, oder willst du direkt antworten? Ja, bitte. Nur ganz kurz auch für den Stream, Haushalt und Regierungserklärung, das habe ich vertauscht, das war mein Fehler. Dann Nico jetzt bitte. Da habe ich jetzt Klärungsbedarf, Harald, weil du sagtest, da geht es darum, dass sich die Referenten abstimmen. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass die inhaltliche Abstimmung in den Arbeitskreisen läuft. Ich wüsste nicht, wenn man sich in den Arbeitskreisen abgestimmt hat, was sich dann Referenten und oder Mitarbeiter dann noch um 16 Uhr zu sagen haben, nachdem sie sich vorher in den Arbeitskreisen getroffen haben. Ich war davon ausgegangen, dass dieses Mitarbeitertreffen hauptsächlich dazu dient, eher organisatorische Sachen unter den Mitarbeitern, sei es Fraktionsmitarbeiter oder persönliche Mitarbeiter, zu klären, weil ja sozusagen vieles hier noch informell läuft. An der Stelle kann ich auch gerne noch mal zu Protokoll geben. Ich hätte es auch gerne, dass bestimmte Sachen verschriftlicht werden, Code of Conduct oder irgendwas, damit das auch
mehr publik wird, wie hier bestimmte Arbeitsabläufe sind. Aber da das im Moment noch nicht so ist, sind, glaube ich, diese informellen Treffen wichtig im Hinblick darauf, wie hier bestimmte Sachen einfach laufen im Landtag oder in der Fraktion laufen, sich da auszutauschen, Tipps zu holen. Aber das Inhaltliche, so wie ich dich gerade verstanden habe, sollte meiner Meinung nach nicht in diesen 16-Uhr-Terminen stattfinden. Das findet in den Arbeitskreisen statt. Harald? Also der eine Kreis macht was anders als der andere Kreis. Ja, das ist klar. Die jeweiligen Arbeitskreise sind dafür da, um aus meiner Sicht, um Grundsatzdiskussionen, also sie sollten im günstigen Fall Grundsatzdiskussionen zu piratigen Schwerpunkten führen, also nicht nur aktuell, sondern auch zukünftige Projekte, die man vielleicht anpacken will. Selbstverständlich gehören, wenn die Zeit dafür da ist, politische Anträge und Ähnliches, egal, ja, Anträge, Entschließungen, Gesetzentwürfe, tralala, das gehört selbstverständlich auch in die Diskussion der jeweiligen Arbeitskreise, denn sie sind ja sozusagen im Vorfeld vorbereitend für die Fraktion tätig. Sie entlasten ja eigentlich auch die Fraktion. Wir können ja nicht alles hier in diesem Kreise, sondern sie bringen das dann rein als Input, erleichtert einiges. So, während der Kreis der Referenten, um den jetzt zu nennen, der ist ja doch sehr stark, ich will das mal so sagen, operativ tätig. Es gibt vieles, was in den Arbeitskreisen aus Termindruck nicht gemacht werden kann, und es gibt auch vieles, was übergreifend und das beste Beispiel ist jetzt die Regierungserklärung. Ja, das kann ja nicht etwas schwierig, also das mit allen Arbeitskreisen abzustimmen, sondern die Referenten kommen ja aus allen. Und Sie müssen sich ja auch, die Referenten müssen sich angesprochen fühlen, die vorbereitenden Arbeiten oder überhaupt diese Arbeiten zu übernehmen. Also man kann jetzt sehr lange darüber diskutieren, was soll da rein und dort rein, aber dass eine Koordinierung und eine Absprache dort erforderlich ist, liegt auf der Hand, weil ja auch interdisziplinär schon mal Fragen aufkommen und Tipps auch von anderen Referentinnen und Referenten gegeben werden können in diesem Kreis. Und da ich es als meine Aufgabe, ich meine, dafür habt ihr mich ja auch eingestellt, da ich es als meine Aufgabe sehe, die Referentinnen und Referenten ein bisschen zusammenzubinden und abzustimmen und die Austauschmöglichkeiten herzustellen, denke ich, sollte so ein Jour fix selbstverständlich sein. Natürlich nicht unbedingt in der Sommerpause, natürlich nicht unbedingt in den sitzungsfreien Zeiten. Das muss man dann flexibel handhaben. Das Problem ist jetzt nur natürlich, zu welchen Uhrzeiten und so, aber das wird sich dann schon noch finden, weil immer montags finden ja die Arbeitskreise statt. Und ich finde auch, dass also Referentinnenrunde auch dort sehr hingut passt, weil das ist ein ausschussfreier Tag. Ja, das ist der ganz schlichte Grund für den Montag. Und es ist eigentlich auch aus meiner Sicht im Moment der 16-Uhr-Termin sehr gut, weil dann ist Vorstandssitzung gewesen, Arbeitskreissitzungen sind im Wesentlichen gewesen. Da kann so manches da dann auch noch operativ gegebenenfalls einfließen. Michel? Ja, danke für den letzten Part, auf den ich mich direkt beziehen möchte. Ich glaube, du hast ein Problem mit Nico, was die Terminsituation angeht, durchaus. Wenn ich das richtig verstanden habe, Nico sagt sowas wie, was sollen die denn noch machen? Vorher sind ja schon alle Treffen gewesen. Im Grunde genommen müsste dann alles durch sein, denn auch wir als Abgeordnete haben ja dann über alles diskutiert, sind alle Themen durch. Du sagst, naja, danach kann halt noch weiter zusammengearbeitet werden, interarbeitskreisig zusammengearbeitet werden. Ich glaube, dass der Termin davon, dass er frei ist und davon, dass er an einem sitzungsfreien Tag ist und so weiter, dass er da gut ist, aber dass er nicht gut ist für zum Beispiel Vorbereitung von so einer Sitzung. Theoretisch müssten unsere Arbeitskreise danach erst kommen. Nee, ich meine die Sitzung mit den Mitarbeitern, mit den Referenten. Also theoretisch müsste die vorher sein, damit für die Arbeitskreise entsprechend Sachen auch, ich sag mal, zusammengetragen werden aus den verschiedenen Disziplinen und damit man dann in den Arbeitskreisen quasi dazu kommt, Abstimmungsempfehlungen zum Beispiel für die Ausschüsse zu erarbeiten und so weiter. Also ich glaube, das Problem ist einfach dieser Gap zwischen Referenten und Abgeordneten von fast einer Woche. Dadurch, dass beides am Montag ist, aber eben das andere Treffen danach.
Das ist ein ziemlich für zeitlich dringende und ähnliche Sachen. Während im Arbeitskreis die grundsätzlichen Arbeiten laufen, die politischen Anträge vorbereitet werden, etc. Und es kann, ich sage jetzt schon voraus, es wird oft überhaupt nicht gelingen, ja, dass im Arbeitskreis politische Anträge bearbeitet werden können. Das wird oft fast so etwas wie ein Zuruf sein an den Referenten. Mach mal bitte bis morgen oder so, ja, einen Entwurf, damit es in der Fraktion noch behandelt werden kann. Oder damit es noch aufgrund der Terminsituation irgendwo eingereicht werden kann ins Plenum oder in Diskussionen darüber etc. Also solche Fragen, glaube ich, werden sich da eher stellen. Ich bin von meiner Überzeugung her auch der Meinung, dass das wesentliche inhaltliche, politische in den Arbeitskreisen laufen soll. Also nicht, ne, da liegen wir auch vollkommen zusammen. Aber ich denke, ich kann auch jetzt noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen sein. Muss man, ne? Ja, ich habe mir jetzt auch mal selbst das Wort. Ich denke auch, wir haben alle noch nicht das richtige Gefühl, wie viel Zeit wir in welchen Gruppen verbringen müssen, um die Themen fertig zu bringen. Das ist erstmal eine erste Struktur, die ist nicht in Stein gemeißelt. Lasst uns erstmal durchstarten und gucken und dann das Ganze flexibel umsortieren, je nachdem, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Moni ist jetzt erst dran. Also ich war ja gestern dabei und ich fand, das war eine der effektivsten 2 Stunden oder 1 Stunde, die ich hier verbracht habe, weil auch von den Mitarbeitern viel gekommen ist. Und der eine gesagt hat, ich weiß da was aus dem AK, die arbeiten da dran. Also ich finde diese Runde super gut, weil die Referenten untereinander gesagt haben, ich habe da schon mal zu gearbeitet, ich habe da irgendwie Unterlagen zu. Also dieser Austausch, einfach zu sagen, ja, wir gucken mal zusammen oder kommen morgen mal bei mir vorbei. Ich habe da Material zu, wenn man hört, woran ein anderer Ausschuss gerade arbeitet. Ich glaube, das bringt unheimlich viel und wir sollten das im Moment erstmal so belassen. Und wie gesagt, wenn sich das dann als nicht handhabbar ergibt, können wir das immer noch ändern. Also ich fand das gestern richtig gut. Vielleicht fragen wir mal hier, der Nico ist da, aus Referentensicht gestern die Sitzung. Ja, also ich habe gestern relativ oft das Wort ergriffen. Das hat auch eine persönliche Geschichte gehabt. Mir fiel es ein bisschen, also hinterher habe ich gedacht, Gott, ich habe viel zu viel geredet im Verhältnis zu den anderen 30. Dann habe ich das aber ein bisschen abgestimmt mit 2, 3 Leuten im Nachhinein, die eben nicht bei der Partei sind, die trauen sich auch ab und zu dann nicht. Ne? Das kann schon mal passieren. Aber allgemein ist es gut gelaufen. Also 3, 4 Abgeordnete. Der Harald hat das ganz gut moderiert und hat so seine Vorstellung dazu gebracht. Für uns Referenten war es eine ordentliche Geschichte. Wir konnten eben alles fragen. Ja, der eine oder andere hat es eben nicht gefragt. Wird das aber wahrscheinlich die Zeit danach tun, also in den nächsten Wochen. Kommt er vielleicht ein bisschen aus der Reserve raus. Es hatte jetzt auch wirklich ein bisschen eine Drucksituation wegen der 2 Reden. Aber das hat sehr gut funktioniert, gerade auch die Einteilung, ne? Wer was übernommen hat von uns und da bis morgen 12 Uhr Deadline vorzutragen hat. Das hat erstaunlich schnell funktioniert. Ne? Hat mir Harald zumindest im Nachgespräch gesagt, da war er selbst überrascht, dass das innerhalb von 10 Minuten erledigt war, die Einteilung der 20 Punkte. Gut, dann vielleicht noch ein abschließendes Wort dazu. Von mir nur noch eine abschließende kleine Bemerkung. Ich glaube auch, so wie ich das im Moment sehe, wie die Arbeitskreise zeitlich tagen, ich glaube auch, dass die Zeit für die Arbeitskreise, also es ist ja 1 Stunde, die im Grunde angesetzt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube auch, dass das nicht vorne und hinten nicht hinreichend sein wird, auch bei der hohen Frequenz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 1 Stunde im Arbeitskreis hinreichend ist, um sich vernünftig mit Themen auseinanderzusetzen. Ich vermute mal, es kommt ein 2-wöchiger Rhythmus und dann viel, viel intensiver. Aber, und das wird sich alles noch entwickeln müssen.
Frage ist dann, ob sich der Montag dann so halten wird. Ne? Und, so, also, und ob man den nicht an einem Abend macht, damit er offener ist, also auch für die Öffentlichkeit eben, ne? Dass auch Parteimitglieder und andere abends dann auch besser können, etc. Viele Fragen. Nico? Ja, genau. Darauf wollte ich letztlich auch hinaus und kann ich da nur unterstützen. Es ist irgendwie wäre ein Irrweg, wenn wir die Arbeitskreise so kurz gestalten, dass wir die inhaltliche Arbeit da nicht hinkriegen und dann weichen wir auf so einen 16-Uhr-Termin aus, wo dann sozusagen alle, auch Fachfremde, dann wieder in Anführungszeichen über gewisse Sachen dann debattieren. Dafür hatten wir ja gerade die Arbeitskreise, um da sozusagen so Kernkompetenzen zusammenzumachen, die halt sachnah dran sind. Also dann wäre ich auch dafür, den Weg zu gehen, mehr Zeit in den Arbeitskreisen zu verbringen und das jour fix dann für etwas übergreifende Themen, die jetzt halt nicht inhaltlich sind. Also ich warne davor, inhaltliche Sachen in diesen allgemeinen Termin reinzuziehen, der für mich ursprünglich dafür gedacht war, zumindest sah es für mich so aus, halt Organisatorisches zu sprechen und so mit das Miteinander zu klären, wie wir hier so arbeiten, das rein Praktische. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich sehe, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Das heißt, wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt, der wie immer Sonstiges heißt. Und dort ist der erste Punkt Workshop Geschäftsordnung. Ausnahmsweise mal ein Punkt, der von Daniel reingebracht wird. Entschuldigung. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja so eine ganze Reihe von Instrumenten aus der Geschäftsordnung, kleine, große Anträge, Anfragen. Dann gibt es dringliche Anfragen, mündliche Anfragen, die man in Ausschüssen tut, die man irgendwo dazwischen schiebt und so weiter. Und ich muss sagen, ich kenne die nicht alle. Und ich denke, das geht vielen so. Dafür müsste man die Geschäftsordnung dann gelesen hat vorne bis hinten, das schaffe ich nicht, beziehungsweise merke ich mir nicht alles. Deswegen die Frage, ob sich jemand berufen fühlt, ich würde mich sehr freuen, das würde jemand tun, außer meiner einer, die Geschäftsordnung mal so wie im Workshop irgendwie mal so erklären, was es so an einzelnen Instrumenten gibt. Dazu wäre mein Vorschlag, dass wir uns nicht als Trockenschwimmer durch die Geschäftsordnung arbeiten und einer von uns bereitet das auf, sondern wir haben ja einige, die schon Parlamentserfahrung haben, die jetzt für die Fraktion arbeiten, ob nicht ein oder zwei Leute von denen da mal so einen kleinen Workshop vorbereiten für uns, weil die haben da schon praktische Erfahrung. Ich glaube, erst Michelle und dann Harald. Ich möchte in dem Zusammenhang auch um ein kleines, wie soll ich es nennen, Handout bitten. Ich habe ein bisschen die Befürchtung und hoffe, dass diese Fraktion mich Lügen straft, dass wir in ein paar Monaten hier sitzen und einige Leute, das hat man wohl in Berlin gesehen, immer noch nicht wissen, welcher Antrag ist was, welche Fristen gelten wofür. Wir haben jetzt häufig das Problem, das ist durchaus verständlich, dass wir sagen, bis wann muss man denn eine Aktuelle Stunde beantragen, bis wann muss man denn dies und das und fragen für eine Fragestunde oder einen Änderungsantrag, alles okay. Das sollte uns in 2-3 Monaten nicht mehr passieren. Selbst wenn es dann einmal so einen Workshop gegeben hat, bitte ich darum, dass wir so eine Art Handout erstellen, wo man immer mal wieder drauf gucken kann, wo auch Mitarbeiter, zum Teil auch neue Mitarbeiter, es wird ja wahrscheinlich auch eine kleine Fluktuation geben, hier drauf gucken kann und sofort versteht, worum es geht. Danke. Harald und dann Björn. Also ich würde Ihnen dieser Frage Folgendes vorschlagen. Also ich mache ja in der nächsten Woche, wenn ich noch mal daran erinnern darf, so ein bisschen Haushaltsmechanik, sage ich so mal salopp, soweit ich das kann, weiß auch nicht immer jedes Detail. Aber ich würde da den Vorschlag machen, das ist so ein typisches Thema für die Landtagsverwaltung. Und wir haben das Know-how hier schließlich im Hause. Und ich bin der Auffassung, also das würde ich dann auch gerne, das übernehme ich dann auch gerne. Ich bin der Auffassung, dass wir die Landtagsverwaltung ansprechen, die haben dafür ein großes Referat, ja, dass die hier mal hinkommen und, weiß ich, ein Stündchen oder auch eine halbe Stunde, sagen wir mal ein Stündchen, die Einzelheiten, Unwägbarkeiten, Untiefen der Geschäftsordnung erklären. Weil da ist so ein bisschen Leben dann da. Also wenn sich jetzt jeder die verdammte Geschäftsordnung durchliest, da kann man besser auch mal zwischendurch fragen, wie ist das denn im Plenum etc. Mir fällt auch schon ein Name ein, den ich weiß nicht, ob der bereit ist, den ich ansprechen würde.
Das muss nicht gleich der Herr Donat sein. Ja, gibt auch noch andere, die in der Landtagsverwaltung sich da auskennen. Also würde ich für eine der, nee, also jetzt bloß nicht jetzt sofort, ja, aber muss man mal terminlich abstimmen, entweder für die Fraktionssitzung hier oder als separate Veranstaltung. Würde ich mich dann drum kümmern dann. Und Björn? Der gewünschte Handout-Text und die Zusammenfassung außerhalb von dem Formalfu stehen hübsch sortiert, kategorisiert auf den Internetseiten des Landtags, sind abrufbar, man kann sie anklicken. Also nur als Info für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Da steht da alles zusammengefasst und nicht in Paragraphen. Ja, aber es ist doch schöner, wenn man in so einem Workshop darüber spricht und sich austauscht, als wenn sich jeder in die Ecke setzt und das trocken liest, oder? So, ich kann ja was von Lerneffektivitäten erzählen, und, aber das oder auch nicht. Daniel? Klar kann man das alles nachlesen, nur ist unter Umständen, dass es eben mit jemand, der Erfahrung hat, einfach schneller, hast du schneller drin und kämpfst dich nicht durch und so bleiben. Okay, halten wir fest. Harald kümmert sich um jemanden aus der Verwaltung und dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt nicht gerade diese Woche, aber irgendwann demnächst mal einen kleinen Workshop dazu machen. Ich sehe die Zeit auch eher bei 1 bis 2 Stunden und nicht beim halben Stündchen. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, der heißt, was heißt nicht öffentlicher Teil, in Klammern auch im Hinblick auf Vorstandssitzungen? Michel? Ja, ich habe das ja gerade dahingeschrieben. Es ging um die Diskussion vorhin vor dem nicht öffentlichen Teil, nämlich gibt es vielleicht verschiedene nicht öffentliche Abstufungen sozusagen? Gibt es eine Fraktionsmitgliederöffentlichkeit, eine Fraktion plus Mitarbeiteröffentlichkeit, eine Fraktion plus Geschäftsführeröffentlichkeit, was auch immer? Ich würde anbieten, wenn sich da 2, 3 Leute bereit erklären, bis zur nächsten Woche, wenn wir es schaffen, na gut, die Woche ist hart, ich sag mal bis in 2 Wochen, einen entsprechenden Antrag zu schreiben, dass wir so verschiedene Stufen haben und dass wir nicht in so eine Diskussion ausbrechen, wie sie hier vorhin ausgebrochen ist, dass einzelne Mitarbeiter da bleiben oder Ähnliches. Moni möchte das. Ich würde das gerne abstimmen, ob wir das so machen. Was genau möchtest du abstimmen? Ich möchte abstimmen, ob wir tatsächlich mit 2 bis 3 Leuten bis übernächste Woche hier eine Vorlage haben, wo genau geklärt ist, was wie halb öffentlich, ganz öffentlich, gar nicht öffentlich ist, dass wir das hier vorstellen und darüber abstimmen, dass wir diesen Weg gehen. Gut, dann stelle ich das zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass innerhalb der nächsten 2 Wochen sich ein 2 bis 3 Mann starkes Team zusammensetzt und die einzelnen Varianten von gar nicht öffentlich bis komplett öffentlich einfach mal zusammenschreibt, zusammenstellt? Wer möchte das? Hebe jetzt bitte die Hand. Oh. Da hängt noch eine Fliege dran. Wer möchte das nicht? Du kannst den Arm wieder runternehmen, Olaf. Wer möchte das nicht? Wer enthält sich? Tose und Ria. Damit ist das angenommen. Michelle, du hattest gesagt, du bist einer von den dreien. Habe ich das richtig verstanden? Wer gehört da noch dann dazu? Moni ist da auch noch mit dabei. Wer möchte dann noch mitmachen? Der Dirk. Gut, dann haben wir ein super Dreier-Team. Dann ist das damit auch erledigt. So, dann haben wir aus der letzten und vorletzten Woche den Satzungsänderungsantrag von Daniel, der jetzt hier auch wieder unter sonst hier steht. Daniel, bitte. Ja, eigentlich ist das nur tatsächlich auch Formalfu, weil wir handhaben das bereits so. Nur ich hätte es gerne der Ordnung halber dann auch mit in der Wahlordnung stehen, dass wir dann nicht irgendwann das vielleicht dann auch mal wieder einschlafen lassen oder vergessen. Also ich würde gerne darüber abstimmen lassen. Gibt es Fragen oder Klärungsbedarf
zu dem, was wir eigentlich sowieso schon die ganze Zeit praktizieren? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir das ab. Wer kann mit dem Satzungsänderungsantrag, so wie er hier steht, leben? Wer ist dafür? Der hebe jetzt bitte die Hand. Bitte? Okay, dann verlese ich ihn. Ich beantrage, in die Wahlordnung in § 2 folgenden Satz in Klammern 7 einzufügen. Bei Abstimmungen, die nicht geheim stattfinden, wird generell das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten durch den Sitzungsprotokollanten im Protokoll eingetragen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass das aufgenommen wird? Oh Gott, ja. Copy-paste for the win. Ja, fertig. So, wer ist dagegen? Wer enthält sich? Tuso enthält sich. Ja. Damit ist der Satzungsänderungsantrag mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen. Tada. Tada. Der nächste Punkt. Terminplanungspad. Wird das Ding überhaupt geführt? Ja, mich eingefragt. Bitte, Daniel. Also, da gibt es ja so ein schönes Pad in unserem Piratenpad. So zwischendurch trägt auch mal der ein oder andere was da ein oder lässt eintragen oder wie auch immer. Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ich würde gerne einfach wissen, halten wir daran fest, nutzen wir das weiter? Ich nenne ein Beispiel, gestern politisches Forum Ruhr hat halt eben stattgefunden. Letzten Endes stand außer mir und Kai niemand drin. Aber es waren dann am Ende halt doch ein paar mehr dann da anwesend bei der Veranstaltung. Ich fände es ganz schick eigentlich, ich finde die Idee, die dahinter steckt, interessant, auch wenn das Piratenpad vielleicht gar nicht so das geeignete Medium dafür ist, aber ich würde gerne dem Andreas sonst gleich sagen, dass er den Link einfach löschen kann, falls wir das nicht weiterführen wollen. Aber dass wir das nur zu fünf weiterführen, da sehe ich halt den Sinn nicht drin. Frank? Ich kann nur sagen, dass ich es nutze bei Gelegenheit. Ja, Punkt. Ich finde das Ding eigentlich auch ganz nett, aber ich muss zugeben, ich denke da irgendwie nie dran, das dann doppelt einzutragen oder da mal nachzugucken. Aber ich versuche mir das jetzt auch mal anzugewöhnen. Es sei denn, es wird jetzt mehrheitlich entschlossen, das Ding einzustampfen. Daniel? Böses Wort. Kalender? Also ich benutze sowas sehr ungern. Ich benutze so ein Ding sehr ungern, weil es wieder händisch synchronisiert werden muss und so weiter und so fort. Also ich benutze das Pad zum Beispiel nicht, aus genau diesem Grund, weil ich es verpeile. Dafür habe ich einen Kalender, um das nicht zu verpeilen. Wenn ich da was eintrage und komme ich nicht hin, dann werde ich geschitzt darum zurecht, aber ich weiß genau, dass mir das passieren wird. Ich glaube, das ist die Problematik. Wir wollen alle einen gemeinsamen Kalender haben und das haben wir noch nicht gelöst und deshalb sollten wir es an der Stelle auch nicht diskutieren. Joachim? Vielleicht nur als Hinweis nach der Servergeschichte. Ich weiß, die IT arbeitet dran, was die Synchronisation der Kalender angeht. Definitiv. Ich würde sagen, wir lassen das dann erstmal so stehen, bis die IT dann den gemeinsamen Kalender für uns hat. Oder die Synchronisation. Gut, dann legen wir es erstmal auf Eis, bis wir da weiter sind. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Kommunalpolitische Vereinigung. Antrag? Ach so, genau. Ein Antrag, stimmt. Antrag. Hiermit beantrage ich eine eindeutige Regelung zu Pausen und nicht öffentlichen Teilen. Pausen 11.30 Uhr, Viertelstunde, 13.15 Uhr, Viertelstunde, nicht öffentlicher Teil um 15 Uhr. Falls wir es bis dahin nicht geschafft haben, den öffentlichen Teil abzuhandeln, dann ist das eben so. Habe ich vorgelesen, weil Kai jetzt gerade nicht da ist. Also ich denke, mit den Pausen, mit dem 1,5-Stunden-Rhythmus, das kriegen wir eigentlich ganz gut hin. Und Daniel? Ja, ich verstehe, was dahinter steckt und ich würde dem auch zustimmen wollen. Allerdings würde ich da gerne das Grundverständnis bei haben, dass sowas halt nicht auf eine Minute genau immer eben auch festzulegen ist. Also ich finde halt teilweise nervig, wenn dann eben gesagt wird, wir haben aber jetzt 13.15 Uhr oder Uhrzeit X, wir müssen jetzt eine Pause machen, weil wir es vorher so festgeschrieben haben. Was die Darstellung nach draußen angeht, wenn wir sagen, Stream beginnt um 10 Uhr und so weiter, das ist ein ganz anderes Thema. Aber bei den Pausen sollte man schon auch eine gewisse Flexibilität sein. Ich finde das als Richtschnur ganz gut,
Und ich glaube, dass der Versammlungsleiter, die Versammlungsleiterin und Rinnen das auch gut umsetzen können. Moni? Ich würde gerne noch dazu nehmen, dass wirklich um 16 Uhr Feierabend ist. Das setzt uns selber so ein bisschen unter Druck und wir kommen vielleicht doch etwas schneller voran und müssen nicht jedes Detail diskutieren. Außerdem haben wir oder viele von uns noch im Büro zu tun. Und ich würde, ne, wenn es nicht wirklich außerordentliche Gründe gibt, dafür plädieren, dass sie um 16 Uhr die Fraktionssitzung spätestens beendet ist. Michelle und dann Dietmar. Also ich möchte nur darauf hinweisen, dass es einige Ausschüsse gibt, die am Dienstag tagen und auch Obleutesitzungen und so weiter. Ich halte eine 6-stündige Fraktionssitzung für viel zu lang. Tut mir leid. Also ich werde grundsätzlich und auch der Grumpy, wo auch immer er jetzt ist, grundsätzlich um 13.15 Uhr maximal weg sein, weil 13.30 Uhr ist Petitionsausschuss. Und der geht nicht nur eine Stunde, der geht dann auch schon mal 2-3 Stunden. Und wenn ich hier dann wieder käme, dann, letzte Woche bin ich wiedergekommen, war der Raum leer. Finde ich ein bisschen suboptimal, dass ich dann die Hälfte der Sitzung verpasse. Die heute alle erstmal reingekippt worden sind, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir bei den zukünftigen Fraktionssitzungen ein bisschen schneller durchkommen. Michelle? Ja, ich schmeiß dann mal das böse Wort Zeitbegrenzung rein und ich schmeiß auch mal den Terminus rein, dass wir hier nicht debattieren, sondern diskutieren. Vielleicht sollten wir uns bei einigen Themen eher auf eine Debatte beschränken, sprich jeder sagt dann mal seinen Standpunkt und wir kommen nicht in ewige Streitgespräche oder Diskussionen, so wie jetzt. Weil das machen wir teilweise für nichtige Themen, so wie jetzt, und das frisst halt eine Menge Zeit. Gibt es Vorschläge bezüglich einer Uhrzeit oder sagen alle, Michelle, Zeitbegrenzung geht gar nicht? Daniel, dann Moni? Ja, ich teile da Michelles Ansicht. Also wir müssen uns an dem Rahmenplan irgendwo halten, den uns der Rest des Landtags einfach vorgibt. Und das heißt, unsere fixe Endzeit ist einfach die erste Startzeit von irgendwelchen anderen offiziellen Veranstaltungen des Landtags. Soweit wir die nicht verschieben können. Ich habe das mit der Präsidiumssitzung gemacht. Die ist jetzt eine Stunde später als seit 45 Jahren so ungefähr. Aber wir haben was geändert. Ja. Pressemitteilung, Ingo, gleich. Ja. Also ich glaube 13 Uhr ist Petitionsausschuss oder 13.30 Uhr. Das ist 13.30 Uhr ist dann quasi... Eher, wenn man den Anspruch hat, auch noch was essen. Ja, das mit dem Essen ist halt dann irgendwie vielleicht auch problematisch. Aber ja. Wolltest du jetzt noch was sagen, Moni? Oder gut, dann jetzt Harald. Also es gibt tatsächlich mehrere Sitzungen, die um 13.30 Uhr am Dienstag losgehen. Und ich weiß auch nicht, ob das so glücklich ist, wenn dann die Fraktion sich so zerfranst. Andererseits ist das Heavy Stuff, was auf der Tagesordnung häufiger steht, denn ich bin der Auffassung, dass ganz generell, aber ich denke auch, dass das ja sowieso so gehandhabt wird, die politischen Anträge, ja, gerade am Antragsdienstag, ja, es gibt ja einen Antragsdienstag, sogenannten, die politischen Anträge müssen am Anfang der Beratung in der Fraktion stehen. Die können in Gottes Namen nicht auf den letzten Drücker. Und dazu braucht man, wenn mal 2 oder 3 gleichzeitig am Tisch liegen, ganz schön Zeit manchmal, wenn die Arbeitskreise nicht genügend die beraten konnten und so weiter. Also 13.30 Uhr ist ein sehr mutiger Zeitpunkt. Nimmst du das Wort aus dem Mund? Ich wollte nämlich sowas mal aussprechen. Das erfordert natürlich den inneren Schweinehund zu überwinden, was vorbildhaft wäre, wenn man um 9 Uhr anfinge. Es ist natürlich nicht so einfach für diejenigen, die von weiter her kommen. Ja, ne? Oder 9 Uhr, vielleicht ist ja 9.30 Uhr, aber jede halbe Stunde ist ein Gewinn. Denn ich sehe die Gefahr, dass dann ganz viele Punkte bis 13.30 Uhr oft nicht abgehandelt werden und dann geht die Vertagungs- und Verschiebungslinie los. Gerade wenn auch dann noch geschlossene Sitzungen sind, die ja auch oft noch anfallen. Also aber wenn Robert schon ruft, geht gar nicht, ja, dann... Aber wir sind doch nicht jede Woche jetzt. Nein, aber das ist richtig.
So, Nico und dann Toso. Ja, ich kann mich den Ausführungen von Michel da anschließen. Halt das andere, also wir sind ansonsten immer sehr darauf erpicht zu sagen, in den Plenarsitzungen müssen halt alle anwesend sein und andere Termine und so weiter, das geht gar nicht. Und jetzt machen wir es sozusagen unseren Mitgliedern unmöglich, an unseren Fraktionssitzungen dann teilzunehmen, weil sie gleichzeitig Verpflichtungen haben, im Ausschuss zu sein. Und da sollten wir uns tatsächlich dann, also das finde ich diesen Mitgliedern gegenüber unfair, und ich will auch nicht verhehlen, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die ab und zu dann mal ein Obleute-Treffen dienstags haben. Ja, also es kommt noch erschwerend hinzu, aber selbst wenn ich nicht betroffen wäre, fände ich es in der Tat aus grundsätzlichen Erwägungen unfair, und wir sollten alles tun, dass wir hier möglichst vollzählig an den Sitzungen teilnehmen können. Ich finde Michels Ausführungen richtig, dass wir das nur strukturell ändern können. An den Zeiten, jetzt mal ehrlich, eine Stunde früher oder später anzufangen, wenn ich so auf die Uhr gucke und so rekapituliere, wann wir unsere Fraktionssitzung so im Schnitt beendet haben, kommen wir nicht an 13 Uhr, in keinster Weise. Also ich glaube, wir haben einmal hier um 14 Uhr Feierabend gemacht, und ansonsten waren wir immer sehr, sehr lang hier. Ob wir da eine Stunde früher oder später anfangen, würde da den Kohl nicht wettmachen, wenn wir als Ziel 13:15 haben. Daniel? Also doch, ich glaube schon. Also ich bin wahrlich kein Frühaufsteher, und ich finde es auch echt blöd, um 9 Uhr anzufangen. Das ist auch mit dem Ältestenrat oder so das Gleiche. Wenn es da nicht Rührei gäbe, fände ich das noch blöder. Ich mache dir auch Rührei. aber ich sehe eben, die Alternative dazu ist eben die oder der Zustand, den wir halt eben jetzt haben, dass zum Nachmittag hin oder zum Mittag hin halt eben teilweise Leute rausfliegen. Ich glaube, dass wir uns einfach halt noch weiter ein Stück weit disziplinieren müssen, dass wir einfach mit der Zeit hinkommen können, und im Notfall müssen wir es so machen, wie wir es in der vergangenen Woche gemacht haben, dass wir einfach nochmal eine außerordentliche Sitzung halt eben machen, wo nochmal irgendein spezielles Thema besprochen wird, was wir halt eben nicht ansprechen konnten oder vielleicht auch nicht per Umlaufbeschluss oder sonst wie durchkriegen. Und ja, Robert, ich spreche dich jetzt einmal persönlich an, weil du gerade reingerufen hast, auch 9 Uhr ist für dich unmöglich. Nee, ist nicht unmöglich. Also auch wenn ich wahrlich Verständnis dafür habe, dass du von dir aus natürlich deutlich länger brauchst als die meisten hier, aber auch das ist ja möglich. Also das ist ja jetzt... Okay. Wenn jetzt die Plenarsitzung um 9 Uhr anfängt, kannst du dann auch nicht um 9 Uhr da sein, sag ich jetzt mal. Du fährst aus besonderen Gründen mit dem Auto? Nee, wenn ich mit dem Zug fahren würde, dann würde ich es erst weg. Also ich habe Hubschrauber, den schaffe ich. Ich fahre schon mit dem Auto. Toso und dann Olaf? Ich finde es gerade ein bisschen unangenehm in die Richtung, dass gesagt wird, dann fangen wir halt trotzdem an, und Robert kann da nicht, und alle anderen, die ja Ausschüsse haben, sagen, ist dann halt so, Hauptsache ich bin dabei. Das, in die Richtung möchte ich nicht diskutieren. Ja, das ging aber da, von da aus zum Beispiel in die Richtung. Die Richtung möchte ich nicht einschlagen. Olaf? Tja, mit der Sache... Nee. Es wird schwierig, gerade diese Diskussion wollte ich gerade ein bisschen aufmachen, weil weil ich auch keinem einen Vorwurf machen will, wenn er sagt, er kann nicht um 9 Uhr, aber mir kann man auch keinen Vorwurf draus machen, dass ich ab 13.15 Uhr nicht mehr kann. Also von daher, das ist nicht zu ändern, und da müsste man jetzt unter Umständen, also ich glaube nicht mal, dass wenn wir um 9 Uhr anfangen, dass wir dann um 13.15 Uhr fertig sind. Das heißt, ich werde auch, oder auch die Leute, die um 13.30 Uhr irgendwo sein müssen, werden auch immer was verpassen. Wird gar nicht klappen, es sei denn, wir sagen wirklich, wir lassen den Stift um 13.15 Uhr fallen. Glaube ich aber nicht, dass das passiert. Und deswegen fände ich die Vorziehung um eine Stunde, auch wenn ich es auch, sage ich jetzt mal ehrlich, zum Kotzen finde, so früh aufzustehen, die einzig praktikable Lösung. Harald, dann Stefan und dann Moni.
Vielleicht liegt doch der Weg jetzt genau dazwischen, weil Robert hat doch gerade, habe ich jedenfalls wahrgenommen, gesagt, 9.30 Uhr würde irgendwie klappen. Da hätten wir doch, das ist doch schon mal was. Stefan und dann Moni. Also ich glaube nicht, dass früher anfangen eine Lösung ist. Also wenn wir jetzt haben wir fast 16.30 Uhr, hätten wir eine Stunde früher angefangen, hätten wir jetzt den Zustand hier um 15.30 Uhr erreicht. Es kann allenfalls eine vorübergehende Lösung sein. Wir müssen, wenn hier Leute dann ständig zu spät kommen, weil sie verpennen oder sonst was, ist auch keine Lösung. Wir müssen einfach sehen, dass wir uns weiter disziplinieren. Gut, das geht nicht von heute auf morgen. Ich erinnere an so Sachen, als wir vorhin in den geschlossenen Teil eingestiegen sind und dann erst mal ganz spontan die Debatte losging, geschlossener Teil mit oder ohne Mitarbeiter. Also da kann man nicht einfach mal spontan jetzt anfangen, jetzt schieben wir da Debatten ein. Also da sollte man schon die Tagesordnung machen und so ein Problem dann erstmal per Meinungsbild lösen. Oh, vielleicht eine Rede, eine Gegenrede, Meinungsbild. Aber da kann man nicht jetzt spontan mal eben in eine Debatte einsteigen. Und so kriegt man ein bisschen besser in den Griff, wenn man nicht ständig dann irgendwelche Sachen einschiebt. Ich würde die Diskussion jetzt an dieser Stelle gerne beenden und würde sagen, wir fangen nächste Woche mal um 9:30 an und gucken mal, wie es wird. Und ich würde gerne jetzt den nicht öffentlichen Teil machen, den wir dem Daniel zugesagt haben, weil ich um 5 Uhr gehen muss. Nein. Joachim und Entschuldigung, Dietmar zuerst. Ich glaube. Gut, danach Dietmar. Es gibt ein paar Mitgliedschaftspunkte, die müssen wir klären, bevor du weg bist, weil es wichtig ist, dass der Vorstand möglichst komplett noch hier ist. Bis wann hat das Zeit? Die nächste Aufsichtsratssitzung ist am 28. September. Ja, aber wir müssen den benennen in unseren Runden und möglichst mit einem. Es geht um Aufsichtsratsmitglied für die NRW Invest GmbH. Vielleicht. Heute Morgen reingekommen. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ich habe es hinten drauf gesetzt, weil wir das bestimmen müssen. Und die anderen Sachen auch. Wenn am 28. die Vorstandssitzung ist, dann muss es eine Terminplanung vorher geben. Den Punkt haben wir abgebrochen, genau. Deswegen habe ich ihn nochmal unter Sonstiges reingemogelt. Frank, dann Daniel. Wir haben nächste Woche den 18. am Dienstag. Ja. Haben wir das nicht? Du möchtest bis nächsten Woche Dienstag das vertagen, binden. Dann bitte ins Protokoll als Tagesordnungspunkt für nächsten Dienstag übernehmen. Ja, klar. Gut, wir vertagen also die Mitgliedschaften auf nächste Woche Dienstag. Bitte aufnehmen im Protokoll. Hier gibt es noch den Vorschlag, nächste Woche mal testweise um 9.30 Uhr anzufangen. Das sollten wir abstimmen. Wer möchte nächstes? Achso, und Dietmar hatte noch eine Wortmeldung, ja. Genau, ganz kurz dazu. Wir haben schon so viel testweise gemacht. Mit Vorziehen, Nachziehen, mittendrin, Pause, länger, kürzer, dies, das, jenes. Wir haben uns versucht zu disziplinieren durch Straffung der Themen und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das zwar einen netten Versuch, hier zu sagen 9.30 Uhr und dadurch ist die Sache gerettet. Sie wird es nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt offensichtlich Probleme. Es gibt auch noch Leute mit Kindern zu Hause. Und wenn die von sonst wo irgendwo Ostwestfalen angereist kommen, dann tut es mir furchtbar leid, dann klappt das auch nicht nur, weil die nicht früh genug aufstehen, nicht. Abgesehen davon kommen wir jetzt in die Schlechtwetterphase, das heißt, die Straßen werden noch voller, sondern klappt das deswegen nicht, weil die schlicht und ergreifend familiär organisatorische Probleme damit bekommen. Das muss man einfach mal sehen. Und dieser Termin 10 Uhr, mal abgesehen jetzt vom Ältestenrat, das mache ich jetzt noch wiederum andere Gründe haben, dieser Termin 10 Uhr an einem zentralen Ort in Nordrhein-Westfalen, zu dem alle sternförmig alle hinstreben, das hat schon seinen Grund, wenn die meisten Sitzungen nicht vor 10 Uhr anfangen, weil nämlich genau aus diesen Gründen auch ein entsprechender Vorlauf der Anreise etc. sein muss. Mir ist es vollkommen egal, von mir kann es auch um 8 Uhr hier stattfinden, weil ich habe, von mir ist es auch um 6, ist mir völlig egal, weil ich brauche eine halbe Stunde, bin ich hier, demnächst brauche ich nur 10 Minuten, bin ich hier. Also Leute, wir müssen auch da bin ich schon der Meinung, dass wir ein bisschen an Minderheitenschutz denken sollten. Michel und dann Frank. Bist du gegen, ne? Nee, aber
Toso, du bist jetzt nicht dran. Es ist Michelle und dann Frank dran und dann kannst du dich gerne melden. Ja, wenn das vorzeitige Anfangen nicht praktikabel ist, wenn wir ein festes Ende haben, dann biete ich mich hiermit an, auch wieder mit zwei, drei Leuten, die da Lust haben, sich mit mir zusammenzusetzen, eine Regelung aufzustellen, nach der man mit Redezeitkontingenten oder Ähnliches versucht, die vorhandene Zeit in entsprechende Scheibchen zu teilen, um mit dieser Zeit auch dann auszukommen. Weil anders sehe ich hier keine Lösung. Wenn wir nicht zu einer Debatte finden, die nach festen Regeln stattfindet und zur Not auch eben mal verhindert, dass wir Dinge ausdiskutieren bis zuletzt, weil dann sehe ich auch, dass hier diese Vollrunde, nenne ich sie mal, nicht der richtige Ort ist. Dann hätte man Dinge vielleicht vorher in kleineren Kreisen zu einem vorläufigen Konsens oder zu einem Kompromiss führen sollen. Dann muss man eben Dinge hier auch mal offen im Raum stehen lassen, vertagen und Ähnliches und sich dann beim nächsten Mal auf eine Lösung einigen. Wenn wir hier jedes Thema ausdiskutieren und sei es noch so klein, werden wir niemals mit der uns vorhandenen Zeit von, ich rechne mal ab 39 jetzt, weil sich das gerade ziemlich am Konsens anhört, also von 4 Stunden werden wir niemals auskommen. Frank? Ja, also wir haben ja gerade versucht, eine Lösung für das Problem, also Michelle hat es gerade gesagt, festes Ende und dafür halt noch eine halbe Stunde vorher uns zu organisieren, indem wir halt früher anfangen. Jetzt, Dietmar, vielleicht kannst du mitarbeiten, dann daran eine andere Lösung zu finden. Es geht ja darum, möglichst viel Zeit zur Verfügung zu haben, um halt hier die Punkte zu diskutieren. Das würde mich freuen, wenn du dann mitmachst. Ich hätte einen Vorschlag, ich weiß nicht, also ab 13.30 Uhr gehen Ausschüsse los, Petitionsausschüsse und einige andere Ausschüsse. Bis wann geht denn das längstens? Bis 15 Uhr oder bis 16 Uhr? Oder kann man das nicht sagen? Die letzte PGF-Runde hat von 15 bis 17 Uhr gedauert. Ich war um 16:45 da raus. Okay. Jetzt hätte ich gedacht, wenn das längstens bis 15 Uhr oder bis 16 Uhr geht, dass man eine lange Mittagspause der Fraktionssitzung macht, in der Zeit Bürosachen oben erledigt oder was weiß ich nicht und dann weiter Fraktionssitzung macht, wäre jetzt ein Vorschlag gewesen. Aber jetzt ist Robert dran und dann Nico und dann Michelle und dann Daniel. Genau, vielleicht müssen wir überlegen, das wird natürlich ein bisschen die Struktur verändern, ob wir diese Fraktionssitzung nicht einfach auf den Montag verschieben, nach der Vorstandssitzung. Und dann haben wir nicht dieses Problem mit dem Termin, die da im Anschluss möglicherweise pflichtmäßig auflauern ist. Dann hast du das Problem. Dann hat er das Problem mit den Arbeitskreisen, ja. Ja, die müssen dann auf den Dienstagvormittag natürlich. Nee, weil der Arbeitskreis-Output ist Detailarbeit, die muss zur Verabschiedung in die Fraktionssitzung. Das ist ein Gesetz der Serie. Okay, Nico ist jetzt dran. Es sei denn, du machst Zeitsprung. War auch genau mein Ansatzpunkt, solange wir halt es nicht schaffen, unsere Entscheidungsfindung zu beschleunigen und mit weniger Zeit auszukommen, brauchen wir also ein größeres Zeitkontingent und da bietet sich auch den Montag vorgeschlagen. Notfalls würde ich auch auf den 16 Uhr oder was später im Tagesablauf gehen. Also das müsste man dann gucken, wo es am besten reinpasst, ob es jetzt nach der Vorstandssitzung ist oder im Laufe des Nachmittages. Im Zweifel würde ich das auch höher priorisieren als das Mitarbeitertreffen. Ich meine, das kann auch noch grundsätzlich auch noch parallel stattfinden, notfalls. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir jedem die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Und da wäre ein Montag ein Zusatztermin ja durchaus denkbar. Da pflichte ich dem Robert bei. Michelle, dann Daniel D., dann Moni. Im Auftrag eines links von mir sitzenden persönlichen Mitarbeiters. Sitzen alle links von mir, ist mir klar. Okay. Ja, wenn wir es nicht schaffen, unseren Zeitplan zu straffen, wenn wir es nicht schaffen, unsere Debatten hier zu beenden innerhalb eines Zeitfensters von 4 Stunden, wenn wir nicht wollen, dass wir uns nachmittags nochmal treffen, dann müssen wir das nächste böse Wort in den Mund nehmen, müssen wir einen zweiten Termin am Freitag machen. Ja, genau dazu habe ich einen konkreten Vorschlag. Ich möchte das noch ein bisschen mischen, was Michelle gesagt hat. Ich glaube in der Tat, dass die Fraktionssitzungen hier ein bisschen noch stärker vielleicht vorbereitet werden müssen. In der Tat auch, dass wir uns vielleicht eben über Zeitgrenzen für die einzelnen Tagesordnungspunkte unterhalten. Ansonsten würde ich ein Zeitfenster festlegen, generell für die Fraktionssitzung von 10 bis 13.30 Uhr, also 10 Uhr beibelassen. Die Argumente, die ja vorgebracht worden sind, ja durchaus valide.
13.30 Uhr ist eben das fixe Ende, weil sonst tatsächlich eben Leute rausfallen. Und würde in der Vorplenarwoche eine weitere Fraktionssitzung fest ansetzen, am Freitagmittag dann nach dem Ausschuss für Kommunalpolitik. Ich glaube, am Freitagmittag ist ansonsten keine Ausschusssitzung mehr. Das ist also ein Termin, den wir uns im Prinzip theoretisch jeder freihalten können. Moni, dann Joachim und dann kommen Nico und Hose. Also ich wollte zu dem Termin montags noch mal was sagen. Ich halte das für unglücklich, weil dienstags morgens die ganzen Anträge reinkommen, die ich um 15 Uhr in der PGF-Runde diskutieren muss. Und dann würde ich die im Grunde auch über Redezeit und solche Dinge auch allein entscheiden. Ich fand das eigentlich ganz schön, wenn wir hier noch zumindest eine Stunde Zeit hatten, da gemeinsam drüber zu gucken und das zu entscheiden. Joachim? Ich sage mal ein ganz böses Wort. Vielleicht ist das ein Mittel der Wahl auch zur Selbstdisziplinierung der Fraktion und jedes einzelnen Fraktionsmitglieds, dass wir auf gesonderten Antrag bestimmte Themen vielleicht mit einer Redezeitbegrenzung diskutieren. Wäre auch noch eine Option. Nico? Was? Meine Frage wäre jetzt Freitag, wie viel Uhr? Weil da tagen ja durchaus, glaube ich, zwei Ausschüsse. Einmal kommunal, glaube ich, und Europa. Ja, also wäre es dann relativ auch Freitag spät. Ich sehe auch eher den Sinn, das am Montag stattfinden zu lassen, diesen Zusatztermin. Eigentlich nach den Arbeitskreisen, weil ich denke, die Arbeitskreise werden zu bestimmten Arbeitsergebnissen führen, über die dann im Nach... Nein? Nicht? Okay. Ja, also der Freitag bringt, dazwischen finden keine Arbeitskreissitzungen statt, zwischen dem Dienstagstermin und dem Freitagstermin. Das heißt, da hat sich die Sachlage in meinen Augen halt nicht großartig verändert. Die verändert sich dann erst wieder am Montag darauf. Von daher weiß ich nicht, ob das nicht grundsätzlich eher für den Montag spricht und gegen den Freitag. Und wie gesagt, wenn wir schon Freitag nehmen, dann auch bitte genau gucken, wann denn die Ausschusssitzungen zu Ende sind, weil sonst sind wir wieder beim gleichen Problem, dass wir auch dienstags haben, dass es da Überschneidungen gibt, dass Mitglieder nicht teilnehmen können, weil sie in Ausschüssen gebunden sind. Toso und dann Olaf. Ja, also ich halte den Freitagstermin auch nicht für sinnvoll aus zwei Gründen. Nee, das ist Unsinn. Zum einen finde ich das unglücklich, weil wir erst relativ spät anfangen könnten. Die Leute, die am Freitag keine Ausschüsse haben, würden also für die Fraktionssitzung hier hinkommen, weil wir es am Dienstag nicht auf die Reihe kriegen, eine vernünftige Debatte zu führen, aus keinem anderen Grund. Punkt zwei ist, vielleicht würde es da mal Sinn machen, auch damit ich nicht jeden Tag 3,5 Stunden Fahrzeit investiere, nur weil wir keine vernünftige Debattenstruktur hinkriegen, den einen oder anderen Sitzungspunkt im Mumble zu besprechen. Olaf? Das geht ja nicht. Ja, dann müssen wir das mal gängig machen. Ja, versuchen wir ja gerne. Nein, die Porte ist gesperrt, das geht nicht. Olaf? Okay. Dann kommt jetzt Daniel D. und dann kommt Dietmar. Ja, nur ganz kurz auf Nikos Einwand gerade, was den Freitag angeht. Klar, da ist keine AK-Sitzung mehr irgendwo dazwischen. Es geht ja auch tatsächlich nur aus meiner Sicht darum, das auf zwei Termine dann eben aufzusplitten, weil wir es dann im Dienstag nicht komplett durchkriegen. Wir haben heute wieder extrem lange gebraucht. Das war in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so extrem der Fall. Wir haben heute Morgen für dieses Plenarbesprechen, sage ich mal, so knapp 1,5-2 Stunden ungefähr gebraucht. Aber das ist ja tatsächlich halt auch nur, wenn Plenarsitzungen sind. Also den Rest, den Fu, den wir sonst so haben, hey, den sollten wir halt einfach in 3,5 Stunden erledigt kriegen. Und an einem Freitag, wie gesagt, nur in der Vorplenarwoche, also in den Wochen, bevor eine Plenarsitzung ist, treffen wir uns dann mal noch freitags für 2-3 Stunden und besprechen dann halt eben noch die Plenarsitzung. Ich halte das persönlich für einen relativ gängigen Vorschlag. Wenngleich ich mir trotzdem wünschen würde, dass wir das irgendwann mit der sportlichen Lösung 10 bis 13.30 Uhr an dem Dienstag, so wie alle anderen Fraktionen das auch machen,
dann auch tatsächlich komplett abgehandelt kriegen. Aber so weit sind wir noch nicht, aber vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Kurze Verständnisnachfrage, Freitag ist die Plenarsitzung. Ja, eben. Ja, in der Vorplenarwoche. Also Plenarwoche ja, ist diese Woche, die Besprechung wäre also sozusagen vergangenen Freitag gewesen. Das hat auch weitere Vorteile. Jeder weiß genau, was letzten Endes auch zu tun ist, dass er sich auf irgendeine Rede vorzubereiten hat, hat ausreichend Zeit, das entsprechend zu machen. Ich halte das für durchaus praktikabel. Dietmar? Ja, okay. Freitag vor Plenarwoche. Das heißt, es muss aber dann den Dienstag vor der Plenarwoche bereits feststehen, was überhaupt alles läuft. Das war mit der Tagesordnung diesmal nicht ganz so. Also es hat so geklappt, so einigermaßen. Dann mit den Redebeiträgen, die sind teilweise erst am Freitag abgestimmt worden in unserer Sondersitzung hier. Dann aber auch letztendlich abschließend erst heute. Ja, so richtig. Und ich weiß nicht, ich sehe das so ähnlich wie du und sage, mein Gott, entweder haben wir eine Plenarwoche, dann haben wir das Dienstag in 3,5 Stunden mit der Plenarsitzung durch und der Rest muss halt warten, weil so wichtig ist, wird es wahrscheinlich nicht geben. Und wenn wir keine Plenarwoche haben, müssen die 3,5 Stunden auch reichen. Also ich denke schon, auch ohne Reglement bezüglich Redezeiten sollten wir uns einfach versuchen hinzukriegen, innerhalb von 3,5 Stunden den ganzen Rotz. Und es wird anscheinend nicht weniger. Es wird anscheinend nicht weniger. Ich hoffe nur, dass es weniger wird, in den 3,5 Stunden durchzukriegen. Danke. Gibt es irgendwas, was wir abstimmen können? Dann mache ich das jetzt mal so diktatorisch und sage einfach mal, wir folgen jetzt erstmal dem Versuch von Daniel, dass wir uns einfach reglementieren, in dem Vorplenumsdienstag von 10 bis 13.30 Uhr die Sachen durchzukriegen, wenn wir das die unwichtigen Themen, die verschiebbaren Themen nach hinten zu schieben und eventuell den Freitagstermin dann anzufügen. Michel? Ich habe noch eine generelle Frage, ganz kurz, vielleicht weiß das ja jemand, der schon Parlamentserfahreneren oder Eingelesenen, wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass vor Plenarsitzungen an dem Dienstag keine Ausschüsse stattfinden. Sehe ich das richtig? Irgendwo. Ob Leute, ne? Ja, ob Leute ist jetzt nicht. Ja. Jeden also, Dienstag. Okay. Jeden Dienstag ob Leute? Ja, nee, jeden zweiten oder so. Das jeden dritten oder vierten wahrscheinlich. Weil also, bei mir ist. Das ist nichts, also Obleute-Treffen sind zum Beispiel tatsächlich nicht in Stein gemeißelt. Die ließen sich gegebenenfalls korrigieren. Das Problem haben wir zum Beispiel gerade im Familie, Kinder, Jugend, weil wir keinen Termin finden in den nächsten Tagen, aber weil eben irgendeiner irgendwas zu kacken hat. Das heißt, da ließe sich vielleicht ja auch irgendwas dran machen. Dann hätten wir in der Tat den Dienstag in der Plenarwoche im Prinzip nach hinten offen. Dann wären wir, glaube ich, schon ein Stückchen weiter. Also ich habe zum Beispiel bei uns im Kulmf ist, ob Leute treffen, immer nur an den Tagen, wo auch Ausschuss ist und dann eine halbe Stunde vorher. Das heißt eben alle 4 Wochen ungefähr und nicht wöchentlich oder zweiwöchentlich. Harald? Also die Obleute-Treffen finden sehr, sehr unterschiedlich statt, immer vom Ausschuss abhängig. Oft sind sie sogar am Rande der Plenums oder kurz davor. Also ja, also gibt alle Varianten im Grunde. Bin mir jetzt auch nicht sicher, ob an dem Plenardienstag irgendwas stattfindet. Nur das Problem beim Plenardienstag ist ja immer, dass viel Arbeit ist, da das Plenum bevorsteht. Und da kämpft man ja um jede Stunde, also gerade die Abgeordneten kämpfen um jede Stunde, müssen sich ja vorbereiten auch. Also man sollte sich nicht alles zuknallen. So, Nico und dann Frank. Ja, Stichwort ist gerade gefallen, dass man solche Treffen natürlich auch gerne während Plenarsitzungen stattfinden lässt. Ich glaube, das Fass müssen wir jetzt hier nicht aufmachen. Ich glaube, die Sache ist glasklar, dass wir das nicht befürworten. Das heißt, ich habe jetzt dafür
gerade gekämpft, dass das nicht an einem Donnerstag oder so stattfinden lässt, sondern halt an dem Dienstag. Und ich werde jetzt einen Teufel tun, jetzt nachdem wir mühsam die Leute sich auf diesen Termin außerhalb der Plenarsitzung sich eingelassen haben, das Ding jetzt wieder einzustampfen und sagen, ach, wisst ihr was, wir brauchen ein bisschen länger und lass uns doch irgendwie am Freitagnachmittag treffen oder so. Da wird keiner mitmachen. Wie zum Beispiel morgen Obleute treffen, Rechtsausschuss 10 Minuten nach Schluss der letzten Rede oder so. Ja, also das gibt solche Termine gibt es dann auch. Also 10 Minuten nach Schließung der Sitzung, so muss ich sagen. Ja, ich wollte kurz daran erinnern, dass die nächste Plenarwoche in knapp 8 Wochen ist. Und wir nächste Woche Dienstag ja um 10 Uhr anfangen wollen und dann vielleicht das Thema nochmal vertiefen können auch. Und wollte jetzt nur nochmal an den nicht öffentlichen Sitzungsteil erinnern, den wir haben. Und es haben einige jetzt langsam dringende Terminprobleme. Gut, dann beenden wir das Thema. Wir können ja gerne uns in einer der nächsten Wochen nochmal darüber unterhalten. Es bleibt erstmal alles so. Daniel? Wir diskutieren jetzt gerade über dieses Thema so, ich glaube, 25 Minuten. Der Ingo kann wahrscheinlich auf einen Euro genau sagen, wie teuer das für den Steuerzahler war. Lass uns jetzt bitte einfach einen Beschluss fassen. Den können wir jederzeit irgendwann auch wieder kippen. Aber jetzt lass uns nicht jede Woche wieder darüber diskutieren, weil wir werden auch nächste Woche Dienstag wenig Zeit haben. Dann mach mal einen Vorschlag oder Frank. Mein Vorschlag steht ja. Robert? Ich möchte den Vorschlag von Daniel unterstützen und möchte hier auch noch mal anregen, zusätzlich vielleicht als zusätzlichen Antrag stellen, dass wir uns mal am Wochenende oder 3-4 Tage in Klausur begeben, um halt diesen Formalfu, das kann auch öffentlich sein, um diesen Formalfu einfach mal zu regeln, damit wir uns nicht ständig mit irgendwelchen Tool-Diskussionen und Ähnlichem aufhalten. Um den abzustimmen, ist Daniels Antrag hier schon irgendwo zu finden? Nico? Da ging es jetzt um die Begrenzung, richtig? Daniel sieht weiterhin die Sitzung am Dienstag von 10 bis 13.30 Uhr und bei Plenarwochen in der Vorwoche eine zusätzliche Sitzung am Freitag, nachdem alle Ausschüsse hier im Haus geendet haben. Ich würde dann einen konkurrierenden Antrag stellen, dass wir bis auf Weiteres montags 16 Uhr eine Fraktionssitzung abhalten. Könnte das dann auch irgendwie ins Pad geschrieben werden, damit wir das alle... Ach so, gut, danke. Wann gehen die Ausschüsse freitags? 13 Uhr. Nur so. Ich weiß nicht, wie lange der andere? Freitagsnachmittag sind regelmäßig Personaltermine. Die liegen dann deshalb, weil die anderen Parteien auf diesen Freitagnachmittag nicht hier verbringen. Ja, jetzt sind halt Plenarwochen halt auch nicht hier offen. So, bitte das Mikro, wenn. Wir haben jetzt 3 Anträge, davon sind 2 konkurrierend. Dann fangen wir mit dem einen nicht konkurrierenden von Robert an. Ich beantrage ein Klausurtreffen von mindestens 2 Tagen, auf welchem insbesondere organisatorische und grundsätzliche Dinge geklärt werden. Der Vorstand möge der Termine auf der übernächsten Sitzung, wo bin ich denn jetzt gelandet? Vorschlagen. Gut. Auf der übernächsten Sitzung vorschlagen. Ja gut. Wer... Wer möchte diesem Antrag von Robert zustimmen? Der hebt jetzt die Hand. Ist das der blaue oder der rote? Der grüne. Bitte nimmst du mich mal. Da drüber, ja, okay. Wir machen erst den nicht konkurrierenden und danach die beiden konkurrierenden. Ja, könnt ihr runternehmen. Der Klaus und der Lisa.
Konzentration. Wer ist dagegen? Moni, Dria und Poso. Und Stefan? Wer enthält sich? Olaf, Lukas und Frank. Was haben wir? Lukas mit K, oder nicht? 1, 2, 3. Neun Ja-Stimmen, damit ist der Antrag angenommen. Darf der Vorstand nicht solide vertreten. Sollen wir die beiden konkurrierenden Anträge mit Approval machen? Gut, dann machen wir das. Wir kommen zu den beiden konkurrierenden Anträgen. Der erste, wir machen das mit Approval. Der erste ist, ich beantrage die Fraktionssitzung auf Dienstag 10 bis 13.30 Uhr festzusetzen und zudem den Freitag in der Vorplenarwoche als zusätzlichen Ausweichtermin 14 bis 16 Uhr vorzumerken. Wer kann mit diesem Antrag leben? Der hebe bitte die Hand. Stefan ist auch dabei. Der Laff hat auch mit. Ja. Danke. Wer ist? Nee, wir machen erstmal Approval, ne? So, dann haben wir den zweiten Antrag konkurrierend. Ich beantrage die Fraktionssitzung auf Dienstag 10 bis 13.30 Uhr festzusetzen und zudem den Montag in der Plenarwoche als zusätzlichen Ausweichtermin vorzumerken. Achso, Ausweichtermin ab 16 Uhr vorzumerken. Wer kann damit leben? Kurz, ja, Daniel? Also können wir auch da eine Endzeit für den Montagstermin festlegen? Das wäre dann 16 bis 18 Uhr, wenn wir den Freitag mit 14 bis 16 Uhr, ne? Ja. So, wer kann mit der Lösung leben? Der hebe bitte die Hand. Oh, die Schrift ist schon länger, das müssen wir also. Gut, wie viele haben wir jetzt? So, ja. Wir haben, könnt ihr noch mal zuhören, kurz, danke. Wir haben jetzt bei beiden Anträgen 12 Zustimmungen. Wir machen beides. Wer ist dafür, dass wir beides machen? Der Schwarm hat gesiegt. Erklär mal, Daniel, welche. Genau, wir machen also jetzt mit den beiden Anträgen, die die meisten Stimmen bekommen haben, machen wir jetzt eine Stichwahl, genau. Dementsprechend jetzt bitte sich für einen Antrag entscheidend. Und da frage ich noch mal, wer ist für Antrag 1, das ist die Variante von Daniel, mit dem Freitagnachmittag. Wer entscheidet sich jetzt final für die Freitagsvariante? Der möchte bitte Arm heben. Kommt eine 6-6 raus oder so. Das ist übrigens immer noch ein Approval, ne? Nur um das gesagt zu haben. Nein, das ist jetzt eine Stichwahl. Der zweite Wahlgang ist auch ein Approval. Erst der dritte ist eine Stichwahl. Mann, jetzt mach es doch nicht so kompliziert. Nein, lies den kompletten Kontext. Ach, Leute. Sagst du mir den Namen mal bitte an, Steffen? Ja. Gut, und wer hat sich für die Montagsvariante von Nico entschieden? Nehmen Sie jetzt die Hand. Nee, sind wir ja.
Ich habe Ihnen Sachen nochmal anbietet, ich habe ihn nicht mal vergessen. Wird langsam spät hier. Ich oder was? Ja, Riem, Daniel, Olaf, Ria, ja. Nico. Das war's. Das heißt, wir haben für die Freitagsvariante 1 hat gewonnen. Ja, 1. So, die Freitagsvariante hat 8-7 vor der Montagsvariante gewonnen. Damit versuchen wir das mal mit der Freitagsvariante. Demnächst, die Dienstagstermine ändern sich nicht. Dann müssen wir den Freitag fragen, ob er die Wahl annimmt. Da alle anderen Punkte von Sonstiges auf nächste Woche verschoben worden sind, würde ich sagen, tschüss, Stream. Wir machen jetzt noch einen kleinen öffentlichen Teil. Was denn, Michel? Was haben wir verschoben? Die Beschluss, diese Mitgliedschaften, Kuratorien und so. Wo ist denn der Teil, den ich da noch hingeschrieben habe? Hat den jetzt einer weg? Das war durchaus ernst gemeint, dass wir noch über die Kaffeemaschine reden müssen. Das war kein Witz. Michel, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt 3 Plenartage vor uns... Müssen wir trotzdem über die Kaffeemaschine reden, Michel? Ich sehe das hier... So, hallo! Hallo, was ist... Also, über die Kaffeemaschine reden? Nee. Wir haben einen nicht öffentlichen ich Teil Ich habe das hier jetzt. Nicht als Tagesordnungspunkt Punkt. Stehen. Ich habe es eingetragen, wenn es wieder einer wegmacht, weil es für einen Witz hält. Sorry. Aber irgendwann muss die Liste ja auch mal zu Ende sein. Eine Minute, wir diskutieren jetzt länger darüber, als wenn wir es eben sagen würden. Michel, du hast jetzt bis 16.59 Uhr Zeit, über die Kaffeemaschine zu reden und dann machen wir... Bis 17 Uhr, weil die Minute ist schon angebrochen. Wir kommen jetzt erzählen. Mach! Wir haben ein Problem mit der Kaffeemaschine. Wir müssen auch Betriebsmaterialien für diese Kaffeemaschine besorgen. Und das Problem ist, dass wir vorhin einen Riesenstau vor dem Raum hatten. Die Leute wollten sich Kaffee ziehen. Ich gerade habe einen Kaffee bekommen, der nur aus Milch bestand, weil kein Kaffee mehr da war. Es wird darum gebeten, was auch immer mit der Kaffeemaschine passiert. Das dann könnt ihr bitte aufhören damit. Meine Fresse. Dass ihr dann bitte euch mit der Britta Millauer in Verbindung setzt, weil die weiß Bescheid. Es ist zum Beispiel passiert, dass die falschen Bohnen in die Kaffeemaschine gefüllt wurden. Damit ist gestern irgendwie eine Option kaputt gegangen. Jetzt muss schon das erste Mal der Techniker kommen. Es wird darum gebeten, dass da nicht irgendwie eigenmächtig dran rumgefummelt wird an der Kaffeemaschine. Die ist auch irgendwie so halb aufgeschraubt gewesen. Könnt ihr trotzdem noch ein bisschen ruhig sein? Und all das führt dazu, dass wir jetzt Kosten haben, die wir nicht haben würden, wenn ihr mir zuhören würdet und bitte die Probleme, die ihr mit der Kaffeemaschine habt, kurz mit der Britta besprechen würdet. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Danke fürs Nicht-Zuhören. Nico? Ja, toll, dass das hier in der Fraktionssitzung thematisiert werden muss. Komplett überflüssig. Es muss jeder hören. Und eigentlich müssen wir auch beschließen. Hier hört es nicht jeder. Für sowas gibt es eine Mailingliste. Ja, wie stelle ich jetzt den Antrag, dass wir Kaffeebohnen kaufen? Wir haben diese Kaffeemaschine noch niemals vorgestellt. Persönlich. Michel, wende dich doch einfach an den Vorstand. Wir kriegen das schon besorgt, die Bohnen. So, damit ist das Ganze thematisiert. Könnt ihr euch noch mal 2 Minuten konzentrieren? Dietmar. Gibt es eine Einweisung für die Kaffeemaschine? Und wenn ja, wann? Ich erkenne die nicht. Ich möchte die gar nicht bedienen, weil ich nicht weiß, wie. Die Einweisung wird dann Britta Millauer vormachen und Termin per Mail rumschicken. Danke. Wir beenden damit das Thema Kaffeemaschine. Hier gibt es einen Führerschein, sowas wie eine... Leute, fortgeschrittene Zeit verursacht Müdigkeit und psychischen Regress. Wir werden wieder wie die Kinder. Also bitte ein bisschen... Ja, bitte. Also wir beenden jetzt den öffentlichen Teil und... Ist der Stream aus? Nein. Dann mach bitte den Stream aus, damit wir jetzt noch den nicht öffentlichen Teil bitte anhängen können.